jetzt. Außerdem fehlen uns ein Haufen Schneeschaufeln aus dem Lagerraum. Weiß hier jemand was darüber? Schneeschaufeln? Nein. Nein, hab keine Schneeschaufeln gesehen. Zum ersten Mal? Nein. Keine Ahnung. Er kommt hierher? Ja, er ist saugern hier. Ich war dabei, als ihm die Idee für den Todesstern gekommen ist. Hey, hey, Darth! Ja, was ist? Das hier ist. Das ist ein Kreis. Ein guter Kreis, muss man euch lassen. Nein, nein, nein. Eine Raumstation. Echt? Ja. Echt jetzt? So sieht's aus. Ist nicht wahr. Ja, genau. Fettes Ding. Ja? Tag, wir haben eine Nachricht für Jabba. Nein, Mr. Jabba nicht zu Hause. Oh, tja, könnt ihr ihm vielleicht jemand ausrichten? Nein, nein. Hey, Jabbas Katze ist abgehauen. Ich hoffe, er wirft das nicht dem Dienstmädchen vor. Oh, Miss. Tja, wow, hier drin sind wirklich jede Menge verrückter Monster. Ja, und für die Special Edition gibt's noch ein paar mehr. Hey, was macht ihr denn hier? Itacha Kikori. Solo Foto Wenki Chaya. Gidrostam Kom Chia Tau. Jetzt Utachula Super Mundprobe. Wie in der katholischen Kirche. Entschuldigung. Entschuldigung, der hat sich eine Ewigkeit aufgebaut. Entschuldigung. Tut mir echt leid. Tut mir wirklich furchtbar leid. Entschuldigung, das war's. Han, pass auf, Boba Fett ist direkt hinter dir. Gut, wenn ich das Signal gebe, schnappen wir ihn. Was ist passiert? Ist abgestürzt. Hä? Abgestürzt. In die Grube. Ah, oh, gut. Ja. Ah! Hey, warte, was machst du da? Ich dachte, du bist blind. Bin ich auch. Ah! Aber das ist okay. Halt einfach durch. Erwischt. Okay, ich fliege jetzt das Dagobah-System an. Du musst lauter sprechen. Ich fliege das Dagobah-System an. Ich höre dich immer noch nicht. Ich sagte, ich fliege das. Hier ist nur der AB reingefallen. Sie haben Han Solo erreicht. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Boing. Ist noch was von den Kartoffelchips da? Nein, die sind alle. Oh. Kriegt sie keiner von uns. Da wäre nur noch eins und es tut mir schrecklich leid, aber euer Zimmer ist nicht vor 4 Uhr fertig. Also, ihr könnt unser Business Center nutzen oder den Pool genießen. Hört auf! Schluss damit! Nein, hör auf! Schluss damit! Ich habe auch ein Recht auf Entspannung. Luke. Ich sitze neben dir. Da ist noch ein Skywalker. Okay, und tschüss. Bitte nicht, Yoda, nein! Ist da der Geschenkeversand? Ich hätte gern das wandgroße Kreuzworträtsel. Selbstverständlich habe ich eine Kreditkarte. Der Name ist Yoda... Busemuckel? Ich kann nicht glauben, dass Yoda tot ist. Yoda wird immer um dich sein, Luke. Ein Geist! Schon okay, er ist mein Gast. Nur weil du jetzt Mitglied bist und ich dein Gast, heißt das nicht, dass sich zwischen uns etwas verändert, oder? Nein, nein, natürlich nicht. Entschuldigen Sie mich, Carter. Hey Leute, ich habe draußen Carter Pewterschmidt getroffen. Was für ein Loser, hä?
Als er nicht geguckt hat, habe ich einen Springteufel in sein Portemonnaie geschmuggelt. Was? Und ich habe sein Auge gegen ein explodierendes Scherzauge ausgetauscht. Das ist unmöglich! Und ich habe ein paar Mexikaner bezahlt, ihn mit dem Auto zu überfahren. Hoffentlich hauen die nicht einfach mit dem Geld ab. Okay, haben Sie Bock auf Polo? Schon besser. Wo ist Buttercup? Oh, nur Mitglieder dürfen Buttercup reiten. Gäste müssen Topsy, den Steroid-Berserker, nehmen. Was Sie auch tun, sagen Sie nicht das Killerwort. Was? Ah, das war das Killerwort! Nicht schreien, seine Eltern wurden von Schreiern geschlachtet. Seien Sie nett! Ich bin nett, es hilft nichts! Ich meine wirklich nett sein. Okay, okay. Ich meine, Sie sollen sich entschuldigen und nicht Ihre Hose ausziehen. Carter, was machen Sie da? Oh mein Gott, jetzt habe ich Sie schon auf das Missverständnis aufmerksam gemacht und Sie treiben es immer noch weiter. Oh mein Gott, und ich sehe immer noch zu. Was ist nur los mit mir? Oh mein Gott. Tut mir leid, dass wir beide rausgeflogen sind. Ich wollte nur helfen, Carter. Mr. Barrington hat mir verboten, Amanda wiederzusehen. Wir hatten nicht mal die Chance auf Sex. Jeder weiß, dass reiche, versnobte Töchter die Besten sind. Ach, dieser Club wird mir fehlen. Weißt du, was am schönsten war? Nackt in der Umkleide herumzulaufen und den Leuten Clementinenschnitze anzubieten. Clementine? Oh, danke. Clementine? Nicht für mich, danke. Clementine? Ja, danke. Clementine? Ja, sehr gern. Oh, nicht so laut. Entschuldigung. Ja, sehr gern. Bitte sehr. Gott, es tut gut, alt und nackt zu sein. Carter, es ist doch kein Wunder. Ich meine, alle Menschen schleimen nach oben, treten nach unten und übervorteilen die auf Augenhöhe. Na, dann müssen wir sie einfach schicker als Barrington machen, damit er sich bei ihnen einschleimen muss. Ich weiß nicht, wie sollen wir das schaffen? Wir müssen einfach mutig sein, wie die Vögel mit den Knien nach hinten. Oh, was, was? Oh, was? Was gibt's da zu glotzen? Oh, willst du was von mir? Nein, nein. Ich gehe einfach mit meinen Rückwärtsknien einen Schritt in die andere Richtung. Ja? Glaubst du, ich hab Angst vor dir? Ich hab heute Nacht auf deinem Rücken geschlafen, du Wichser! Ich verkünde die Ankunft seiner Majestäten des außergewöhnlich wohlhabenden und sehr wichtigen Vicomte James Earl Tennisschläger und des Duke vom Lacrosse Team. Hallo, ich bin Reginald Barrington. Woher stammen die edlen Herrschaften? Wir sind aus Europa, von den vereinigten Farben von Benetton. Aber sie wirken gar nicht europäisch. Ist das wahr? Dann sollte ich mit meinem Stringtanger wohl wieder gehen. Überstürzen wir nichts. Wollen eure Majestäten nicht mit mir zusammen als meine persönlichen Gäste in den Barrington-Saal kommen? Der Barrington-Saal? Peter, das ist der exklusivste Raum in New England. Soll schwieriger sein, da reinzukommen, als in die Uni von Arizona. Nun ja, es schlägt. Willkommen im Uni-Team. Das ist der Barrington-Saal. Setzen Sie sich bitte in den tiefsten und luxuriösesten Ledersessel der Welt. Oh, das ist gut. Sir, darf ich Ihnen einen Solendrink anbieten? Ja, das wäre ganz reizend. Die schönen Dinge. Do you kazoo? I often do. When I am blue, I do kazoo. Toot tootie too! Goes my kazoo. I will kazoo. Hey, how about you? Ugh, die machen nichts anderes, als zu sagen, dass sie Kazoo spielen und dann sagen sie den Zuschauern, sie sollen auch Kazoo spielen. Ist doch nicht so übel. Immerhin ist es ein Song für Babys. Aber das ist es ja gerade. Babysongs befassen sich nie mit babyrelevanten Themen. Sowas wie Lärm oder Schmerzen beim Zahnen oder dass Dad mich als Lendenkissen benutzt. Au. 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 Im Auto funktioniert das Ding besser. Natürlich sind die nicht babyrelevant. Kinderlieder werden von Erwachsenen geschrieben. Und darauf kannst du wetten, von weißen Erwachsenen. Gegen wen richtet sich dein Groll, Brian? Ja, wie viel Zeit hast du? Dafür zu wenig. Aber du hast recht, wenn ein Song einem Baby gefallen soll, muss er von einem Baby geschrieben werden. Frag John Mayer, er ist ein großes, fettes Baby. Nein, ich mach's und du kannst mir helfen. Nun, ich habe ein Musical über ein Phantom in einem Opernhaus geschrieben. Nicht das Berühmte, aber ich helfe gern. Oh, ich freue mich drauf, das wird klasse. Und der blöde Haufen am Dock kann mich mal kreuzweise... Ich werde hier eines Tages rauskommen. Hey, Butch, Stewie reißt die Klappe auf. Er sagt, er wird hier rauskommen. Ihr kennt mich nicht, Mann. Ich bin anders. Ich habe Pläne. Hey, Butch, hast du das gehört? Stewie hat Pläne. Halt's Maul! Ich werde diesen Fluss überqueren und es auf der anderen Seite in der Stadt schaffen. Ich werde ein Sänger. Oh Mann, der kleine Schreihals sagt, er wird ein Sänger. Hey, Schreihals, ich werde dir einen Song vorsingen. Er heißt, schieb deinen Arsch wieder in den Gabelstapler. Die Mittagspause ist rum.
Hey, Stewie, hör nicht auf diese Idioten. Folge deinem Herzen. Schnauze, Butch, du bist der größte Loser der Truppe. Hey, habt ihr das gehört? Butch sagt, ich soll meinem Herzen folgen. Brian, ich habe ein paar Songs verfasst. Alle über Themen, die Babys wirklich bewegen. Keine Regenbogen und Einhörner mehr. Echte Babyprobleme. Wie Herzwurm und Parvovirus? Nein, Babyprobleme. Oh, Menschenbabys. Ich wusste nicht, dass du da differenzierst. Okay, gut, hör einfach zu. Mama hat mit dir im Bauch immer nur gefeiert, mit viel Whisky rum. Mama hat mit dir im Bauch immer nur gefeiert, darum bist du dumm. Der Song heißt Mama hat gern gefeiert, / das Lied von Chris. Stewie, der ist gut. Darf ich einen schreiben? Wir brauchen so viele wie möglich. Unser erster Gig ist am Samstag, eine Geburtstagsfeier. Wow, so schnell? Wie bist du gleich an einen Gig gekommen? Ganz leicht. Ich habe den perfekten Zugang zu Müttern mittleren Alters ausfindig gemacht. Musikalische Unterhaltung für ihre Partys. Musikalische Unterhaltung für ihre Partys. Hey, wo trinken Sie den Chardonnay? Ugh, siehst du die Torte? Happy Birthday Charlie und Onkel Craig. Und Onkel Craig ist in einer anderen Farbe geschrieben. Oh, armer Onkel Craig. Ist das nicht deine Ex-Freundin Olivia? Gott, was will die denn hier? Die war ein absoluter Albtraum. Olivia? Himmel, sehe ich anständig aus? Ich hasse dieses Shirt. Shirts tauschen! Stewie? Oh, wusste ich doch, dass du es bist. Hey, Olivia, hey, was führt dich hierher? Oh, das Geburtstagskind und ich kennen uns vom Burt Reynolds Schauspielcamp in Florida. Schön, dass du der Schauspielerei treu geblieben bist. Das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, da bist du... In einem Papphaus verbrannt? Ja, in einem Papphaus verbrannt, ja. Hör zu, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir sorgen für die Musik. Oh, das ist schön. Schön für euch. So, war nett, dich zu sehen. Komm schon, es geht nicht um sie. Es geht um die 6 Kinder, die zugucken und den kleinen Spastiker, der nur auf die Schlangen wartet. Ich will die Schlangen sehen. Ein tolles Publikum. Viel Spaß da oben. Ich gehe in meinen Van und verfütter die Biester an sich selber. Okay, Kinder, wenn wir uns jetzt alle die kleinen Schlangenhände gewaschen haben, gibt es lustige Musik für... Nicht auf das Schiff klettern! Okay, und jetzt begrüßen wir Rotshirt, Blauschirt. Hallo, wir sind Rotshirt, Blauschirt und diesen Song nennen wir Mummies und Daddys Zimmer. Und mit dem könnt ihr sicher alle was anfangen. Du legst dich in dein Bettchen rein und sagst dem Mond gut Nacht. Und schläfst nicht, weil's im Zimmer von Mami und Daddy kracht. Oh, Daddy sagt bitte, Mami sagt nö. Daddy sagt los jetzt, Mami, herrje. Daddy macht ah, Mami tut's weh. Daddy sagt fertig, Mami sagt oh je. Daddy dreht sich um und schläft gleich ein. Mami trinkt im Dunkeln Wein. Hast du sie jubeln hören, Stewie? Wir sind ein Hit, das müssen wir dringend feiern. Oh, er kann heute nicht mit dir feiern. Er hat ein Date mit mir. Wirklich? Super! Brian, ich kann nicht, ich fühle mich nicht gut. Ich habe die ganze Zeit neben dir gestanden. Aber das ist schon in Ordnung. Ich feiere allein nach guter alter Hundetradition. Ja, finde ich super. Das macht mir sehr viel Spaß. Hey! Oh, hey! Macht Spaß, oder? Von wie? Hab auch Spaß. Mr. Pewterschmidt! Mr. Pewterschmidt, Essen ist fertig! Verdammt, der hört mich nicht. Ach, ausgezeichnet. Als ich ihn festhielt, hast du die Finger weggenommen. Das war klug von dir. Oh mein Gott. Oh. Mr. Pewterschmidt, Sie haben eine Affäre? Nein, das ist meine Schwester. Nein, ich bin impotent. Sie hat mir zugesehen, als ich es mir selbst gemacht habe. Nein, sie ist ein Mann. Wir brauchen mehr E's und W's hier unten, sofort! Wir sind dran, uns gehen die Buchstaben aus! Stellt einfach die M's auf den Kopf und schickt sie runter! Das geht nicht einfach so, da muss man einen Haufen Papier gerade... Egal, ich übernehme die Verantwortung, dreht sie um und schickt sie runter! Mr. Pewterschmidt, Sie haben eine Affäre? Also Griffin, kein Wort über das, was du hier gesehen hast. Aber wie können Sie eine Affäre haben? Was ist mit Babs? Das geht dich nichts an. Du hast nichts gesehen. Vergiss das nicht, sonst mache ich dich fertig. Okay, versprochen. Ich bin so verschwiegen wie eine Kirchenmaus. Billy, ich wollte heute Abend im Pfarrhaus eine kleine Party machen. Magst du vielleicht Messwein und Muscle Crow Filme? Oh Mann, total. Darf meine Schwester auch kommen? Die würde alles kaputt machen. Denk daran, kein Wort über das, was du gesehen hast. Ja, Sir, Mr. Pewterschmidt. Ah,
Da seid ihr Jungs ja. Ich habe die Zeit total vergessen. Nicht wahr, Peter? Ich bin Peter. Dann lasst uns essen. Du musst am Verhungern sein, Peter. Ist das hier ein Kreuzverhör? Vielleicht solltest du was essen, Peter. Los, schieb dir etwas in den Mund. Ja, klar, mach ich, Mr. Puderschmidt. Puderschmidt, oh Gott. Peter, geht's dir auch gut? Ihm geht's bestens. Ihr wisst, wie hungrig ein Mann auf See wird. Ein Appetit wie ein Wal. Peter, Herrgott, mit dir blamiert man sich immer bei Tisch. Wie damals, als wir mit Paul McCartneys Ex-Frau gegessen haben. Die ganze Zeit hat er mit den Füßen geflirtet. Oh mein Gott, das tut mir sehr... In letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass Peter und Carter viel Zeit miteinander verbringen. Schön, dass sie sich angefreundet haben. Tja, wer hätte das gedacht, was? Freue ich mich, wenn der zu Hause steht. Ich kann einfach nicht über The Big Bang Theory lachen und ich glaube, es liegt am Fernseher. Auf einem Schirm in der Größe werden die mich so zum Lachen bringen, dass mir der Rotz aus der Nase fliegt. Carter, wo tragt ihr unseren Fernseher hin? Ich habe ihn Peter geschenkt. Was? Wieso? Ja, wieso, Carter? Ah, weil Peter der Beste und Tollste ist und bessere Lasergeräusche machen kann als ich. Pitu, pitu, pitu. Verdammt richtig, Lois. Und er sagt das nicht nur, weil ich ihm helfe, seine Affäre zu vertuschen. Ah! Was? Carter, ist das wahr? Ja, es ist wahr. Oh, oh mein Gott. Tja, auf die Plätze, fertig, furchtbar. Nein, ich verstehe, dass das blöd... Hey, woran arbeitest du? Oh, ich versuche nur ein paar Zahlen auf die Reihe zu bekommen. Was zum... Wo hast du draufgedrückt? Wo ist meine Tabelle? Wie hättest du das zu Ende gebracht, wenn ich nicht reingekommen wäre? Es gibt nichts Schlimmeres, als vor Thanksgiving Lebensmittel zu kaufen. Ja, so hört sich der Truthahn einer reichen Familie an. Es sind noch ganz viele Lebensmittel im Auto. Ist ja kein Wettrennen. Mach eine Pause. Wenn du wüsstest, wie nah wir letztes Jahr dran waren, dich einschläfern zu lassen. Was hat die für ein Problem? Ugh, Thanksgiving macht jeden fertig. Weißt du, was sie bräuchte? Ein Schluck von dem Drink, den ich erfunden habe. Stewie Griffin präsentiert seine neueste Kreation, Monster Energy Drink. Was das ist? Keine Ahnung, aber das gibt's gratis an dem LKW, der vor Ihrem Büro steht. Kippen Sie einen Schnaps rein. Waren Sie schon mal hellwach, ausgenockt? Wollten Sie mal mit einem Fahrrad über einen Zug springen? Einem Vogel den Schnabel abbeißen? Monster Energy! Schütten Sie es rein und stellen Sie später Fragen. Es ist grün, also ist es natürlich. Und nun wieder Männerfreunde. Du bist wohl schon ziemlich aufgeregt. Weswegen? Olympische Spiele? Naja, ich glaube, die fangen jetzt bald an. Ich dachte, du bist so ein Olympia-Fan. Ich find's ganz okay. Guy Friends. A computer made us roommates in college. That's why we're friends. Guy Friends! Post ist da. Ist ein Flyer von einer Latino-Frau, die für den Stadtrat kandidiert, dabei? Ja, tatsächlich. Danke. Peter, da ist ein Brief von deiner Schwester Karen. Was? Du hast eine Schwester, Dad? Warum kennen wir die nicht? Ist das eine proppere Spießertante oder eine fette Schmuddeltante? Ich bin nicht verpflichtet, euch irgendwas mitzuteilen. Mr. Griffin ist heute in gutem Glauben vor diesem Gericht erschienen und wird sich auf gar keinen Fall diesem feindlichen Kreuzverhör aussetzen. Euer Vater redet nicht gern über seine Schwester Meg. Sie haben sich nie gut verstanden. In all den Jahren, die ich dich kenne, hast du nicht einmal eine Schwester erwähnt. Na und? Ich rede nicht über meine Schwester. Ich rede auch nicht über meinen Kitzelonkel. Onkel Dan, Regel Nummer 1, nicht kitzeln. Alles klar. Du hast nichts von Onkel Neil gesagt. Wessen Onkel seid ihr? Hier steht, deine Schwester besucht uns an Thanksgiving. Sie was? Wenn wir Gäste haben, darf ich Rosario Vargas aus dem 3. Wahlbezirk einladen? Eine Frau ihres Vertrauens? Ich will nicht, dass Karen kommt. Du bist deiner Schwester schon zu lang aus dem Weg gegangen. Außerdem sagt sie, sie hat die letzten 20 Jahre Thanksgiving mit eurer Mutter verbracht. Und nachdem deine Mom verstorben ist, will sie es mit dir verbringen. Nein. Peter, Karen kommt, Ende der Diskussion. Cool, ich wusste nicht mal, dass ich eine Tante hab. Ich freue mich total auf sie. Ich schwör's euch, Leute, das wird eine Katastrophe. Wie das alternative Ende von Zurück in die Zukunft. Tja, wenn ich mich sowieso in nichts auflöse, kann ich auch meine Mutter vögeln. Lorraine, warte! Hallo, mein Name ist Marty. Ich bin auf einem Foto. Forstsatzung folgt. Und nun wieder die Bill Cosby Show mit dem Wissen von heute.
Ich habe mich so bemüht, nicht auf die Hautfarbe zu achten, dass ich die Vergewaltigung... ...wollen in dieser Geschichte. Schrubb ruhig weiter an dem Kackfleck rum, bis ich wiederkomme und auf denselben Fleck kacke. Ihr werdet eines Tages bereuen, dass ihr so gemein zu mir seid. Gemein zu dir? Wir? Wann sind wir je gemein zu dir? Wisst ihr noch, wie ihr König Midas gesagt habt, er soll mit mir rummachen? Jetzt habe ich das Problem hier. Ich hatte auch was mit ihm. Es ist so unfair, dass wir die bösen Stiefschwestern genannt werden. Ja, kein Wunder, dass man böse ist, wenn der Stiefvater Bruce Jenner ist. Hey Mädels, meine Wange ist so weich wie eine Pobacke. Er hat mein Horn gestohlen. Ich weiß nicht, was das sollte, aber der Erste hat eine Botschaft von der Märchenprinzfamilie. Es ist eine Einladung zu einer Feier des Prinzen. Angeblich sucht er eine Frau, mit der er sein Leben verbringen kann. Du bist das bestimmt nicht. Ja, es gibt einen Grund, warum diese Geschichte nicht Aschenputtel heißt. Sie heißt aber so. Ach, das ist nicht wirklich gut für uns. Dieser Ball ist irgendwie lahm. Diese ganzen Inzuchtblaublütigen mit Schielaugen und schiefen Zähnen, die mit einer Decke auf dem Schoß rumgeschoben werden. Ich wüsste gern, wo die Großmami Mami ist. Sie würde die Festivitäten so genießen. Das ist kein Wort, Sir. Der Dunst vernebelt mir den Sinn. Hey, wie geht's denn? Hey, Hallöchen. Danke fürs Kommen. Das sind meine Töchter und sie würden alles tun, um eure Prinzessin zu werden. Hab ich recht, Kinder? Seht ihr was euch gefällt? Oh, ich bin so elegant und feucht. Ach, ihr seid ekelhaft, aber bleibt in der Nähe, falls ich keine andere finde. Okay, erstens mal, das steht außer Frage. Das Kleid. Wow. Und ihr stinkt ein bisschen weniger schlimm als jeder andere im Königreich. Ergebensten Dank, ich habe erst letztes Jahr gebadet. Hey, wo wollt ihr hin? Kommt wieder zurück! Ihr habt euch daran gerieben, jetzt müsst ihr euch auch drum kümmern! Wartet, ihr habt euren gläsernen Schuh verloren! Und eine Schachtel Kondome. Oh Mann, wir wären echt zur Sache gekommen! Also, wem auch immer dieser Schuh passt, wird meine Prinzessin. Oder Prinz. Ich bin B. Ach, da ist mein Schuh abgeblieben. Ich habe ihn überall gesucht. Außer wenn ich gerade geturnt habe. Das könnte dein Leben sein. Schluss jetzt! Du bist es. Die? Ich kann es kaum erwarten, mit dir Liebe zu machen, 100 Jahre bevor das Klopapier erfunden wird. Und so begannen zwei Leute, die einmal getanzt hatten, eine unkluge langfristige Beziehung. Und sie lebten 7 Monate lang glücklich und trennten sich, um sich selbst zu finden und danach wieder zusammenzukommen. Als seine Mutter krank wurde, hatten sie einen furchtbaren Streit und jetzt folgen sie sich nicht mal mehr auf Twitter. Ende. Mr. Griffin, Ihre Worte haben uns alle sehr gerührt. Ich verurteile Sie zu 24 Monaten Gefängnis. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh ja! Und hier kommen zwei sehr beliebte Family Guy Gaststars, Drew Barrymore und ihr Date. Hey, Kool-Aid! Oh, yeah! Läuft alles gut mit Drew? Oh, yeah! Wir haben so viel Spaß und er sorgt dafür, dass meine Zunge immer rot ist. Seht ihr? Verdammt, die Wand war gerade erst frisch gestrichen. Fast wie neu. Oh, das gibt's doch nicht.
Wir halten Peter Griffin für schuldig des Mordes an seiner Ehefrau. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh yeah! Okay, ich bitte alle in diesem Gerichtssaal damit aufzuhören, oh nein zu sagen. Sonst taucht dieser blöde Saufkopf hier immer wieder auf. Danke. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh yeah! Hey. Hä? Oh, hey. Du bist der Kool-Aid-Typ. Ja. Was machst du denn? Ich warte. Worauf? Ich warte einfach, Mann. Entspann dich. Hey, gibt's hier einen Laden, wo man Batterien kaufen kann? Leute, lenkt mich nicht ab, okay? Ich muss mich bereithalten. Mr. Griffin, Ihre Worte haben uns alle sehr gerührt. Ich verurteile Sie zu 24 Monaten Gefängnis. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Du hast also keine Organe oder Drüsen oder so? Nur die Flüssigkeit? Ja, nur die Flüssigkeit. Ich weiß nicht, ob die Frage komisch ist, aber darf ich mal probieren? Na schön, streck deinen Kopf zurück, dann schütte ich dir mein Zeug in den Mund. Jetzt will ich nicht mehr. Kacke, hab ich's verpasst? Sie müssen wissen, mein Mann ist hin und wieder etwas unbedacht. Er ist manchmal ungehobelt und direkt, um nicht zu sagen dumm. Aber er hat das Geld ganz sicher nur genommen, um ein guter... Oh yeah, oh yeah, yeah! Das ist eure Schuld! Ihr Arschlöcher seid dran schuld! Labert mich einfach zu! Jetzt bin ich am Arsch! Fickt euch! Oh, Liebling, ich freue mich so, endlich deine Freundin kennenzulernen. Da kommt sie! Juhu, Baby! Oh nein! Gott, ich kann Brian nicht umbringen. Nicht mal für Penelope. Er ist mein Hund, mein Freund. Tja, mal sehen, welche Worte diesem Stift heute entschlüpfen. Okay, ich krieg das hin. Wem mache ich was vor? Ich kann's einfach nicht. Hey, ihr Hurensöhne! Das ist Chad. Und wir sind zusammen. Wir lieben uns sehr. Wir haben's uns gesagt und so. Helft ihr mir? Deluxe. Also dann, da du mich jetzt als Freund wieder hast, was für tolle, spaßige Sachen hast du denn für uns geplant? Wir könnten ins Kino gehen. Oh, ins Kino. Was für eine Wahnsinnsidee. Weißt du, was mich aufmuntern würde? The Equalizer 2. Okay, gut, ich geb's zu. Ich hab keinen Vorschlag. So sieht's aus. Und du warst so eine eifersüchtige Bitch, dass du die eine Freundschaft zerstören musstest, die mir wichtig war. Du bist nur ein blöder Arsch und ich hasse dich. Und es gibt nichts, womit du's wieder gut machen kannst. Bitte? Dann gehe ich jetzt einfach Eis essen. Eis essen? Ich gehe gern Eis essen. Ach, ich weiß nicht, das ist mehr was für größere Kinder. Nein, nein, ich war schon ungefähr 6-mal Eis essen. Na gut, komm mit, los. Weißt du, Brian, ich glaube, wir stehen kurz vor dem Ende unserer kleinen Familienkrise. Ich wollte das Mädchen nicht umbringen und jetzt werden sie mich an einem Seil aufknüpfen. Oh, das würde ich niemals zulassen. Danke. Erzähl mir von den Hasen, George. Natürlich, aber warum drehst du dich nicht von mir weg und zählst die Sterne, während ich das tue? Okay.
Vor der Frühstückspension stehen Fahrräder ohne Gangschaltung für jeden Gast. Und ja, direkt daneben wird selbstverständlich ein riesiger Hasenkäfig stehen. Mach's gut, Lenny. Nacht, Kinder. Viel Glück bei den Buchreferaten. Ich habe eine Frage. Wann genau wollen wir das Ding hochjagen? Morgen Nachmittag während der Rush-Hour schlagen wir zu. Und das ist deine Aufgabe, Peter. Um an der Mautstelle der Brücke vorbeizukommen, brauchen wir einen Amerikaner hinter dem Steuer, damit kein Verdacht aufkommt. Entschuldige, wiederholst du das nochmal? Mich hat's gerade am Mikrofon gejuckt. Mikrofon? Er ist verkabelt! Hallo, schicke Mütze, komische Nase. Mein Auto wurde gestohlen und ich dachte, Sie können mir helfen. Für angebliche Verbrechen haben wir eine Standardprozedur hier. Na, schön. Haben Sie was für den Polizeisack gespendet? Nein. Das ist schade, denn er braucht wirklich einen neuen. Tja, ohne Spende wandert Ihre Anzeige direkt in die runde Schublade. Ehrlich gesagt mache ich den Schub nie auf. Also wird es wohl eine Weile dauern, bis wir Ihren Wagen finden. Bei mir bist du an der falschen Adresse. Ich bin Atheist. Was ist das? Ich glaube nicht an Gott. Was? Ich bin dein Herr und Meister und ich befehle dir, an Gott zu glauben. Tut mir leid, aber mir fehlt einfach ein Beweis. Ich meine, was macht der da oben? Weißt du, wenn du so weiterredest, wird Gott dir einen Blitz schicken. Den Fotoblitz der Vergeltung. Gott macht keinen Witz, schickt dir einen Fotoblitz. Tut mir leid, wo waren wir gerade? Es hat Spaß gemacht, so viel Zeit mit dir zu verbringen, obwohl es bestimmt eine Million andere Dinge gibt, die du lieber tun würdest. Soll das ein Witz sein, Meg? Ich hatte mehr Spaß mit dir als damals, als ich mit Cleveland und Quagmire Lost in Translation gesehen habe. Was glaubst du, hat er ihr zugeflüstert? Ich wette, es war genau das Richtige. Brian, magst du Kinder? Ich liebe Kinder, deswegen bin ich ja hier. Findest du das etwa schön, dieses Wäh? Sie scheinen das zu überhören, oder? Wäh! Stellen Sie das gefälligst ab! Wäh! Ah! Ja. Ah! Halt die Klappe! Unser Sohn ist ein berühmter Schauspieler. Wirklich? Wie heißt er? Oh, er heißt... Er hatte die Hauptrolle in dem Film Alles Routine. Ja, und sonst, er hat dunkle Haare. Ich weiß nicht, war er in Black Hawk Down? Er war in mindestens 5 Folgen Sex in the City. Wie heißt er gleich wieder? Wie heißt er noch? Ist Ihr Sohn Ron Livingston? Ja. Oh Gott, Gott sei Dank. Ron Livingston, danke schön. Das hat mich schon den ganzen Tag beschäftigt. Unseren neuesten Bullenreiter, Peter the Kid. Weißt du, was ich auf meiner Ranch bin? Ich bin ein Zuchtbulle. Was ist das? Das findest du gleich raus. Oh. Bleib hier, Fettsack. Wir machen's uns jetzt schön. Oh nein, Sturmtruppen. Schnell, R2, hier rein. Die Tür ist verschlossen. Nächste Tür. Aber vielleicht sind sie hinter dieser Tür. Ich sagte gerade, sie ist verschlossen. Kannst du nicht vielleicht mal klopfen? Hallo? Tja, wer auch immer da drin ist, wird wohl nicht den Riesencheck vom Hausfrauenmagazin-Gewinnspiel bekommen. Hausfrauenmagazin-Gewinnspiel? Schnauze! Hast du was gehört? Ich habe Stimmen gehört, aber die haben aufgehört, also wird wohl niemand drin sein. Meg! Meg, ich hab Hunger! Es liegt noch ein Müsli-Riegel im Schrank, den will ich haben! Hey! Hey! Was soll das? Was ist hier los? Führe ich da oben Selbstgespräche oder was? Oh mein Gott, Stewie, halt die Klappe und geh ins Bett! Weißt du, was ich mache, Meg? Ich spucke dir in den Mund, während du schläfst. Peter, lass mich runter! Lois, um meine Liebe zu beweisen, habe ich 20.000 Fußballfans dazu gebracht, eine romantische Botschaft für dich hochzuhalten. Peter! Da fehlt ein Buchstabe. Okay, ich gebe es zu, das hier ist ziemlich romantisch. Und nun wieder, Ellen redet nur dann, wenn ihr Gast redet. Interessiert Sie mein neuer Film? Ich hatte ein tolles Wochenende. Wir haben ganze 3 Monate in Louisiana gedreht. Eigentlich ist es ein Thriller, einmal pro Woche in jedem Zimmer zu tanzen. Ich höre auch Jazz, während ich staubsauge. Das ist cool.
Er startet am Freitag. Haustiere haben das ganze Wochenende gesprochen. Ich glaube, irgendwas ist in der Luft. Vielleicht Smog oder Pollen oder pollenverseuchter Smog oder... Wollen Sie jetzt alles zuquatschen, was ich Ihnen sagen will? Ich rede gerne im Fernsehen. Ich würde alles tun, um im Fernsehen zu reden. Stui, deine Zeitmaschine ist deine allergrößte Erfindung. Wie kannst du die einfach kaputt machen? Glaub mir, es ist zum Besten von uns allen. Und wenigstens hatte ich Spaß damit. Weißt du, wo ich letzte Woche war? Ich bin in die Zukunft, in die Weihnachtszeit gereist, um nicht das ganze Jahr auf das neue Spielzeug warten zu müssen. Wow, gutes Timing, junger Freund. Das ist heute erst rausgekommen. Ja, das habe ich irgendwie schon gewusst. Willst du einen Extra-Dollar für die Armenküche von Quahog spenden? Oh, gern. Und wollen Sie zu mir nach Hause kommen und mein Klo putzen, während wir Sachen miteinander machen? Hey Leute, ihr seht langsam etwas rot aus. Vielleicht solltet ihr Sonnencreme auftragen. Wir sind gerade angekommen. Oh, das tut mir leid. Da ist was durcheinander gekommen. Hey, ich freue mich, dass ihr es geschafft habt. Ugh, dieser Cleveland ist eklig. Er wäscht sich offensichtlich die Füße im Pool, will aber nicht, dass es so aussieht, als ob er sich die Füße im Pool wäscht. Oh, das ist schön. Eine angenehme Temperatur. Ob sich die an meinem anderen Fuß genauso anfühlt? Oh ja, das ist ein guter Tag dafür. Genauso ein guter Tag wie für diese gebrauchten Pinsel. Ist der Pool zu warm für Pinsel? Wie wär's mit heute Abend? Was? Sagten Sie nicht, ich werde hier niemals rauskommen? Nein, ich habe meinem Pferd gesagt, es muss sich ausziehen. Oh, wie dem auch sei, wir holen Sie heute Abend hier raus. Es überrascht mich, dass du mich retten willst. Sie haben mir gesagt, man darf niemals einen Mann zurücklassen. Hätte nicht gedacht, dass du dir das merkst. Sie sehen aus wie mein Kumpel Mats und den sehe ich nie. Und niemals steht für niemals einen Mann zurücklassen. So genau muss ich es nicht wissen. Alan, du bist gekommen. Natürlich bin ich das. Und ich würde sagen, nach diesem Abenteuer gehen die Margaritas auf dich, was? Ich trinke diesen Scheiß nicht. Okay, uns wird was einfallen. Alle wollten ihnen helfen. Sogar ein Mitglied ihrer Originalbande ist gekommen. Das Melanom-Kit. Das hier wollte ich mir nicht entgehen lassen. Das ist ein Typ? Ich hab den für eine Pizza gehalten. Wir haben sie abgehängt. Ich hab meinen Lippenpflegestift verloren. Bin mir ziemlich sicher. Ihr werdet euch jetzt alle schön langsam umdrehen. Bürgermeister West, wir haben ihn für Sie rausgeholt. Er will die Sache doch nur wieder gerade rücken. Es gibt nur einen Menschen, der ihm wirklich wichtig ist, und das ist er selbst. Er wird sich nicht wieder verdrücken, ohne dass es Konsequenzen gibt. Als ich ausbrach, wusste ich, dass ich dich wiedersehen würde. Vielleicht habe ich es verdient, den Rest meiner Tage in einer Gefängniszelle zu verbringen. Und du darfst mich verhaften. Aber erst, wenn ich gesagt habe, was ich sagen muss. Dann sag es. Warum hast du uns verlassen? Weil du, wenn ich geblieben wäre, genauso geworden wärst wie dein Vater. Ein einsamer, ungeliebter Gesetzloser. Ich wollte, dass du ein besserer Mann wirst als ich. Und jetzt sieh dich an und sag, es hat nicht funktioniert. Okay, gestern lief's ja großartig. Hier ist noch mehr so dämliches Familienzeug, was ich dir überlassen will. Bring Stewie bei, welches Geräusch die Kuh macht. Es ist Mu. Quark ist die Ente. Besorge Opiate bei John. Ja, ich gebe dir Johns Nummer. Sag ihm, es ist Peter, der bei John wegen der Opiate anruft. Das wird er kapieren. Geht klar. Nachdem du das alles machst, kann ich mit den Jungs in der Clam rumhängen. Oh Mann, diese Hologrammsache ist die beste Idee, seit die Mayflower einen Kreuzfahrtmanager engagiert hat. Gut, hier ist der Plan. Von 8 bis 9 Uhr erzittern wir vor unserem zornigen Gott. Von 9 bis 10 Uhr gibt es Gelbfieber auf dem Sonnendeck. Und um 10 das Lieblingsspiel für alle, Schnallenhut-Bingo. Und wenn man seinen Schnallenhut verloren hat? Haben Sie einen normalen Hut? Ja. Haben Sie auch einen Gürtel? Ja. Dann haben Sie einen Schnallenhut. Ich liebe es zu wissen, was uns erwartet. Also, Glenn, mit dieser Übung trainierst du deine Selbstbeherrschung. Hier ist die neueste Ausgabe vom Dessous-Katalog. Oh Gott, tote Kätzchen, alte Nonne, richtig alte Nonne, Renny Zellweger, geschafft. Hey, gratuliere. Ja, gut, wirklich Spitze. Gut. Bist du sicher, dass man Quagmire auf die Öffentlichkeit loslassen kann? Keine Sorge, wir haben eine absolut sichere Rehabilitationsmethode entwickelt. Ich wurde von dem Ding, das Brian nach der Operation tragen musste, inspiriert. Wenn ich treffe, üben wir alle bald den Beischlaf aus. Ja, getroffen, getroffen! Ich würde mich jetzt echt gern zwischen den Beinen abschlecken. Okay, Quagmire, es wird Zeit, dir die Stützräder abzunehmen. Okay, ich glaube, ich bin bereit. Auweia! Was ist denn los, Glenn? Gar nichts. Oh, Stacy, du hast deinen Puschel ins Wasser fallen lassen. Ich hol ihn dir. Ich komm mit. Ich auch. Wartet mal, wir wollen doch nicht, dass unsere Pullover nass werden. Ziehen wir sie lieber aus.
großer Schlaf. Gott, oh, oh. Ich brauch frische Luft. Ich brauch frische Luft. Mit der Plastikbeute. Wo bin ich? Bin ich tot? Nein, von hier aus überwachen wir alle Umkleidekabinen im Einkaufszentrum, um Ladendiebe auf frischer Tat zu ertappen. Lass sie nicht sagen. Gut, jetzt ich. Das ist ein Stoppschild. Sorry, dass wir keinen Hund gekriegt haben. Trinken wir einfach so viele Bierchen wie nötig, um zu vergessen, wie deprimierend es im Tierheim war. Dann hole ich mal die eben erwähnten Bierchen. Danke, ein Wort am Tag-Kalender. Oh, hey, Quagmire. Da ist er ja. Brian, der Hund. Was ist? Warum nennst du mich bei meinem vollen Namen? Lassen wir die Katze aus dem Sack. Ich mag keine Katzen. Gut, hör zu. Ich date diese Frau und irgendwie ist sie anders. Ich meine nicht nur, dass der Sex toll ist, und das ist er, aber ich schätze sie auch als Menschen. Was seltsam klingt, wenn es aus meinem Mund kommt. Jedenfalls habe ich ihr erzählt, ich hätte einen Hund. Also würdest du so tun, als wärst du mein Hund? Sieh an. Brian, komm schon, ich mein's ernst. Willst du mir helfen? Glenn Quagmire, es gibt nicht genügend Tennisbälle auf der Welt, damit ich... Ich hab 6. Ich mach's. Meine Süßigkeiten, sie sind alle weg. Selbst mein Reiter heißt jetzt Wichsriegel. Meine Schwuchtgummis, meine Kinder Happy Homo. Meine rosa Pause. Wer hat mir das angetan? Wer stiehlt deine Babysüßigkeiten? Tja, wir haben's geschafft. Prösterchen. Ja, das haben wir, Chris. Cooler Leguan. Er ist trocken. Ich nenne ihn Arid. Danke, Reiseausgabe von Ein Wort am Tag-Kalender. Hast du nicht einen freien Tag? Im Laden vielleicht, aber Dinge, die repariert werden müssen, kennen keine freien Tage, habe ich recht? sieht aus, als könnte ich bei dieser Schranktür anfangen. Ja, nicht ganz in der Senkrechten, muss sie begradigen. Wann wurde dieses Haus gebaut? Ich weiß nicht, vielleicht 1945? Gut, kein Denkmalschutz, ich brauche keine Genehmigung. Wir wollen keinen Code V. V steht für Verstoß. Code steht für Code. Ich weiß nicht, die Tür wirkt gerade auf mich. Was? Sie ist gerade. Ich weiß nicht, was das heißt, sie ist gerade. Du meinst im Lot. Du meinst, die Tür steht im Lot. Wow, Brian, du kennst alle Fachbegriffe. Ach, komm schon, das lernt man alles so nebenbei. Ich verwende einen Flachzungendreher, um die Nut zu nippeln, um dann die Viertelzange über den Schnuppen flinch, flansch, flunsch zu floppen. Weißt du, Rupert, Brians Blödheit sollte mich sehr wütend machen, aber in Wahrheit wirkt er sehr glücklich. Also tue ich einfach nichts und lass es gut sein. Wie läuft's in der Arbeit, Ralph? Sie vergeht wie im Flug. Liebe Grüße an Judy. Richte ich aus. Hallo, mein... Oh Mann, du hast sicher einen Kater. Wie willst du es schaffen, heute nichts zu tun? Oh mein Gott! Rupert? Nein! Rupert! Rupert! Arthur! Valentin! Chris! Du bist wieder da! Er ist gestorben, ich hab's gesehen! Das kann nur eines bedeuten. Er ist ein Zombie! Was? Nein, was? Hör auf! Was zum Teufel machst du? Ich hab The Walking Dead gesehen! Ich muss dein Gehirn zerstören und dann eine Stunde darüber reden! Hör auf! Lass ihn, Chris! Es ist nicht so, wie du denkst! Dad?
Was macht er da? Ich weiß nicht. Oh mein Gott! Hat sie gerade gesagt, dass Tom Tuckers Künstlername George P. Wilbur war? Wer ist denn George P. Wilbur? Das ist der Typ, der Michael Myers in Halloween 4 gespielt hat, dem größten Film aller Zeiten. Ich habe ihn ungefähr 1000 Mal gesehen. Warum ist mir das bloß nie aufgefallen? Guten Abend, ich bin Michael Myers. Ich habe immense psychische Probleme und das werde ich an dir auslassen. Er ist es. Macht doch echt Spaß hier, oder? Nur die Frau, die mit ihren Arbeitskollegen gekommen ist, nervt ein bisschen. Ha, wir sind alle Freunde. Ich arbeite auch im Büro. Das ist inspirierend. Ha, vielleicht gönne ich mir auch einen Lapdance. Davon werdet ihr bestimmt noch ewig erzählen. Eine Frau, die so tolerant ist wie ich. Jackpot! Wo ist die Rutsche? Essen Sie diese Fruchtbonbons. Wow, Zitronen, Orangen, Kirschen, super saftig. Ich glaube, das waren keine Fruchtbonbons. Ich glaube, das war vielleicht Acid. Wollen Sie noch den Smarties-Regenbogen fahren? Ist das wieder Acid? Mein Freund, ich bin ein Erwachsener, der in einem Wasserpark arbeitet. Wenn ich Ihnen was gebe, ist das Acid. Nun denn, die Wahrheit ist also ans Licht gekommen, was? Stewie, seit wann bist du denn so krankhaft und bösartig? Ach was, jetzt interessierst du dich also für Stewie. Als ich letzte Woche das Macaroni-Bild von der Eule gemacht habe, war ich dir scheißegal. Das war eine Eule? Ja, und jetzt werden wir es uns noch einmal ansehen. Los, sieh's dir an, gefällt es dir? Ja. Und was genau gefällt dir an dem Bild? Ich weiß es nicht. Antworte, sonst blase ich dir das Gehirn raus. Es gefällt mir, dass es wie eine Eule aussieht. Danke für das Kompliment! Mein Gott, ich sollte lieber zum Arzt gehen. Nach dem Prozess wird dich kein Arzt in der Stadt mehr behandeln wollen. Na und? Dann suche ich mir eben einen Arzt von außerhalb. Hören Sie, ich weiß, dass Sie nicht mein Hausarzt sind, aber ich glaube, ich habe ein Problem mit meiner Prostata. Also können Sie mir helfen, Dr. McCoy? Damit Sie mich auch verklagen können? Kommen Sie, es dauert nur eine Sekunde. Vergessen Sie es, ich bin Arzt und kein Vollidiot. Hallo? Keine Drogen. Die ist gut. Der ist sauber. Tja, das war's dann wohl. Bis auf die Flugzeugbesatzung. Hey, Brian, seit wann bist du ein Gesetzeshüter? Begrüße unseren neuen Drogenexperten. Er ist ein Naturtalent. Ach was, na, wie gut bist du denn? Du kommst aus Manila, zum Abendessen gab's Lumpia, dann hast du mit 2 philippinischen Frauen geschlafen. Und einem Mann. Du meinst 3 philippinische Frauen? Nein! Da ist Fischer. Spitze, wie ist der Plan? Wir schütten das in ihren Drink. Damit wird sie sich sofort dreifach einsauen. Sich gleichzeitig übergeben, Kot ablassen und einen Orgasmus haben. Was? Ich verstehe nicht. Warum sollte man so ein Mittel herstellen? Cosby, jetzt müssen wir sie nur noch ablenken, um an ihren Drink zu kommen. Haha, überlassen Sie das mir. Ich weiß etwas, das all diese Nachrichtenleute ablenken wird. Wenn einer von uns ohne ersichtlichen Grund zu kichern beginnt, werden alle anderen auch anfangen. Haha. Gut, wir haben alle angesteckt. Los, los, los. Okay, Trisha muss jetzt nur einen Schluck nehmen und sie explodiert aus allen 3 Löchern und jeder bekommt es mit. Und das macht uns zufriedener mit den Entscheidungen in unserem Leben. Hallo, Mutter. Ich freue mich, dass du heute Abend hier bist. Du freust dich? Du arbeitest nicht für Channel 10. Nur Channel 5 ist nur halb so gut. Mutter, bitte. Ich werde heute Abend geehrt. Welche Ehre? Conny Chang hat Maury Povich vom Medien-Superteam geheiratet. Wo dein Povich? Du hast kein Povich. Wow, Trishas Mom geht hart mit ihr ins Gericht. Ja, und mit wirklich uralten Geschichten. Wissen Sie, es ist kein Wunder, dass Mama Trisha so streng zu mir war. Sie kennt es ja nicht anders. Und wo Enkelkinder? Wer kümmert um mich, wenn ich 121 Jahre? Wer kümmert um Irene? Niemand! Niemand kümmert um Irene! Ich glaube, sie heißt Irene. Carter, Trisha fängt an, mir ziemlich leid zu tun. Sie hat uns vielleicht hintergangen, aber wenn man sich ansieht, was sie durchmachen musste... Ich glaube, ich kann das nicht durchziehen. Das Zeug ist schon in ihrem Drink. Mama Trisha! Nein! Wo hast du die her? Oh, ich sehe den Kerl!
Du bist merkwürdig. Ach, kann sein. Ich hab nachgedacht. Wir beide sind dieser Frau ohne Grund viel zu schnell hoffnungslos verfallen. Vielleicht ist das Problem gar nicht Trisher. Vielleicht sind wir es. Was meinst du? Naja, weil meine echte Mom nicht mehr existiert, da habe ich vielleicht jemanden im Leben gebraucht, der diese Rolle übernimmt. Jemanden, der mich genug liebt, um mich fett und faul und dumm zu schimpfen. Das könnte stimmen. Und ich habe vielleicht nur versucht, wieder jung zu sein. Hey, Carter, wir werden das unbeschadet überstehen. Oh, Kacke, den Smoking habe ich geliehen. Hier haben Sie ihn zurück, Wiedersehen. Hey, Jungs, ratet mal, wer die Schlüssel zu einem Motorboot hat, das unten vor dem Revier steht. Woher hast du ein Motorboot? Tja, ist eine lustige Geschichte. Wir sollten was Aufregendes machen, damit Leben in die Bude kommt. Ja, das hört sich gut an, Joe. Okay, ich habe zwei Ideen. Eine halte ich für hammergeil, die andere für dämlich. Mal sehen, ob ihr merkt, welche welche ist. Wir könnten erstens eine Mafia-Pokerrunde überfallen. Oder zweitens Fallschirmspringen. Fallschirmspringen? Da bin ich sofort dabei. Ja, das wollte ich immer mal ausprobieren. Echt jetzt? Ist vielleicht ganz witzig. Das letzte Neue, was ich ausprobiert habe, war Palmwedeln, Wolf. Unterhalte dich lieber einmal mit Collingsworth. Er hatte heute schon wieder einen Stängel im Mund. Ist dem so, ja? Du bevorzugst also Stängel. Dann rauch doch gleich eine ganze Stange, Stängel. Wow, er war's wirklich? Dass Adam West ein bisschen spinnt, wussten wir. Aber dass er wirklich zu sowas fähig ist? Der Bürgermeister kommt in den Knast, das heißt, alles ist erlaubt. Ich habe eine Frau geschubst. Meine Damen und Herren, der Flug 427 nach Philadelphia wurde annulliert. Yay! Wow, das Quagfest ist viel größer, als ich dachte. Hier kannst du virtuell nachempfinden, wie es ist, Sex mit Quagmire zu haben. Hi! Wiedersehen. Was macht ihr denn da? Peter, das Maß ist voll. Diese Couch wird entfernt. Wir haben deinen Schwachsinn satt. Ja, wie könnt ihr es wagen? Ich reiß mir den Arsch auf, um die Brötchen hier im Haus zu verdienen. Und ihr sagt immer nur, wir wollen keine Brötchen, wir wollen echtes Geld. Ich hab aber kein Geld, ich hab's für Brötchen ausgegeben. Steinbock. Ein seltsamer Mann wird aus dem Nichts auftauchen. Fische. Seien Sie heute bei der Arbeit vorsichtig. Geh doch drauf! Ach, du hättest draufgehen müssen, ist doch scheiße. Joe, ich will's vorsichtig ausdrücken. Er hat sie mit seiner stinkenden französischen Wurst entweiht. Ja, das war ein Schlag in die Magengrube. Aber das ist trotzdem noch kein Grund, Bonnie zu betrügen. Wenn du mit diesem Mädchen schlafen würdest, wärt ihr quitt. In eurer Beziehung ist ein Ungleichgewicht. Im Grunde schuldest du es, Bonnie, mit dieser Frau Sex zu haben. Zum Wohle eurer Ehe. Ach, Consuela, Sie kommen sicher wegen der Zwillinge. Nein, nicht Babys. Ich hab gute Nachricht und Eieiei-Nachricht. Okay, dann zuerst die Eieiei-Nachricht. Isabella nicht kann kommen zurück, muss bleiben Mexiko. Die Babys müssen bleiben hier. Was? Und die gute Nachricht? Gute Nachricht, Bus hat neue Fischblätter. Nicht mehr i-papapapap. Als sie mit sinnlichem Blick ihr seidenes Korsett aufschnürte, erschauerte Jennifer in Erwartung der sinnlichen Nacht, die vor ihr lag. Es gibt den Erpresserbrief. Bürgermeister West hat als einziger ein Motiv. Warum zögern wir? Nun hatte er wirklich als einziger ein Motiv. Es gibt Leute, die davon profitieren, wenn er eingesperrt wird. Politische Konkurrenz, andere Interessen. Vielleicht hat man es ihm angehängt. Hey Leute, was wollt ihr hier? Und warum seid ihr so angezogen? Uns ist klar geworden, dass du mit Jerome rumhängst, weil er schwarz ist. Also wollten wir dir zeigen, dass wir auch schwarz sein können. Ja, wir können sogar berühmte Schwarze aus Kinofilmen sein. Ich bin Bagger Vance. Ich bin auch Bagger Vance. Ich bin Kazam aus Kazam. Ihr glaubt, ich verbringe nur Zeit mit Jerome, weil er schwarz ist? Ich verbringe Zeit mit Jerome, weil er sich im Gegensatz zu einigen anderen für mein Leben tatsächlich interessiert. Und er würde nie einfach abhauen und mich mit einer Rechnung in der Bar sitzen lassen. Wir hätten auch herkommen und uns höflich entschuldigen können, aber wir haben was riskiert. Das mag ich so an uns. Mann, was für eine Fahrt.
Bist du sicher, dass das das Dorf von Isabella ist? Sieht ziemlich übel aus. Ja, wir sind richtig. Santa Terrible. Hey, davon ist sie! Chris, was in Burritos Namen macht ihr hier? Meine Babys! Isabella, ich hab dich so vermisst! Ay, Chris, ich hab dich auch vermisst. Aufwachen, Griffin. Ihre Kaution wurde bezahlt. Wie viel Uhr ist es? Ich war es. Oh, Entschuldigung, ich dachte, Sie fragen was anderes. Liam Neeson? Sie haben meine Kaution gestellt? Ganz recht. Angeblich erzählen Sie in der ganzen Stadt, dass Sie mich vermöbeln könnten. Hallo, Peter. Oh, da bist du ja. Leute, das ist Mahmoud. Mahmoud, das sind Brian, Quagmire und Joe. Hallo. Tagchen. Hallo. Hallo, freut mich. Setz dich, ein Freund von Peter ist auch unser Freund. Hey, Mahmoud, gut, dass du da bist. Hilf uns mal bei dem Streit, den wir hatten. Welche spanische Braut hat bessere Titten? Selma Hayek oder die andere? Oh, aber ich achte nicht auf solche Dinge. Ich bin verheiratet. Ich hab dich noch nie gesehen. Oh, cool. Deine Mom denkt an mich, wenn sie deinen Daddy vögelt. Was? Ich hab noch ganz andere Sachen drauf. Ich hab auch schon deine Tante geküsst. Das ist sehr unanständiges Verpackungsmaterial. Hör zu, Chris, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich habe nicht an dich geglaubt. Es war ein Fehler zu sagen, dass du nicht die Verantwortung für zwei Kinder übernehmen kannst. Du hast dein Leben für sie riskiert. Ich wollte nicht, dass ihnen was zustößt. Genau, weil sie dir wichtig sind, so wie dir Isabella wichtig ist. Und wenn du weiter mit ihr zusammen sein und dich um die Kinder kümmern willst, dann habe ich damit kein Problem. Oh, ich bin so froh, dass es dir gut geht. Oh, ich auch, Lois. Das war eine ziemlich harte Nummer. Oh, du hast doch nicht geweint, oder? Naja, ich meine, ich habe eine Menge durchgemacht. Wenn du geflennt hast, verlasse ich dich. Also, Freunde, wie sieht's aus mit Peters Kaution? Meine ganze Familie betet dafür. Ja, das ist sehr hilfreich. Und du, Joe? Naja, Bonnie erlaubt mir nicht mehr, Geld für Peter auszugeben, weil er nicht nett zu mir ist. Hey, Leute! Was zum Teufel? Du bist nicht im Knast? Wie bist du rausgekommen? Mit charmanter Convertatio Servatio Converte. Ich hab Worte verwendet. Ich geh schon. Ach, da steht Glenn Quagmire. Aber mit zusammengekniffenen Augen könnte man sich auch vorstellen, da steht Peter Griffin. Das gehört Quagmire. Bring's nach nebenan. Momentchen mal, Lois. Da stellt mich vor ein schwieriges moralisches Problem. Bringe ich das Paket zu seinem rechtmäßigen Besitzer oder öffne ich es und guck nach, ob da He-Mans drin sind? Du wirst es nicht aufmachen. Weißt du, Lois, Physiker glauben an die Existenz von zwei Universen. Eins, indem ich das Paket nicht öffne und eins, indem ich es tue. Ich mach das Paket nicht auf. Ich mach das Paket auf. Oh, Spitze, eine Peitsche! Peter, sei vorsichtig mit dem Ding. Wir haben das Haus nur gemietet. Das ist deprimierend. Wow, so mächtig habe ich mich das letzte Mal gefühlt, als ich über das Leben von Ameisen entscheiden durfte. Bekämpft euch bis zum Tod und dem Sieger schenke ich die Freiheit. Was glotzt ihr mich so an? Peter, möchtest du ein Glas? Oh mein Gott, ich habe dir gesagt, du sollst mit den Ameisen nicht Gott spielen. Okay, Mac, bleib absolut still stehen. Ich peitsche dir die Zigarette aus dem Mund und zerfetze dein Gesicht vielleicht nicht dabei. Dad, ich will das nicht tun. Stillhalten! Okay, das ist auch ziemlich cool. Hey Dad, der Schlag war erste Sahne. Ah, ich hab gedacht, du verstehst mich nicht. Okay. Ich gebe hier mein Bestes. Danke, mir wurde das im Genick echt zu heiß. Hey Cleveland, ich wollte dir nur sagen, dass Peter jetzt eine Peitsche hat. Wenn man an deine ethnische Herkunft denkt, ist das vielleicht etwas, was du im Auge behalten solltest. Gratis Pizza. Ich weiß, dass das riskant ist, aber die Verlockung ist so groß, dass ich aufmachen werde. Wenn wir euch auch nur in der Nähe von dem Tisch erwischen, zertrümmern wir euch die Kniescheiben. Das Risiko gehen wir ein. Schnauze, Joe. Na schön, ich hätte gehofft, dass es nicht dazu kommen würde, aber ihr habt jetzt wirklich ein massives Problem. Wenn ihr vielleicht 3 Meter zurücktreten könntet? Ist das meine Peitsche? Hey! Ist das mein Taser? Gut, dann erwürge ich ihn mit diesem Hawaii-Hemd. Kannst du die Finger von meiner Post lassen? So, ihr Pisser. Entweder ihr klemmt euch eure kleinen Schwänzchen zwischen die Beine und verschwindet, oder wir prügeln euch die Scheiße aus dem Hirn. Also, wie hättet ihr es gern? Wir machen dann die Schwänzchen-Sache. Also, Glenn, mit dieser Übung trainierst du deine Selbstbeherrschung. Hier ist die neueste Ausgabe vom Besuch-Katalog. Oh Gott, tote Kätzchen, alte Nonne, richtig alte Nonne, Renny Zellweger,
geschafft. Hey! Gratuliere. Ja, gut, wirklich Spitze. Gut. Okay, Quagmire, es wird Zeit, dir die Stützräder abzunehmen. Ah, okay, ich glaube, ich bin bereit. Oh, weia. Was ist denn los, Black? Ach, gar nicht. Oh, Stacy, du hast deinen Puschel ins Wasser fallen lassen. Ich hol ihn dir. Ich komm mit. Ich auch. Wartet mal, wir wollen doch nicht, dass unsere Pullover nass werden. Ziehen wir sie lieber aus. Wasserschlacht. Gott. Oh, oh. Ich brauch frische Luft. Ich brauch frische Luft. Mit dem Plastikbeutel. Wo bin ich? Bin ich tot? Nein, von hier aus überwachen wir alle Umkleidekabinen im Einkaufszentrum, um Ladendiebe auf frischer Tat zu ertappen. Was will ich sagen? Oh mein Gott, die hat einen Herzinfarkt! Oh, oh, oh. Das war unglaublich. Sie haben ihr das Leben gerettet. Zum Glück können Sie Erste Hilfe. Was heißt Erste Hilfe? Tony, Sie werden es nicht glauben. Ich habe mehr Lohn verlangt, so wie Sie mir geraten haben. Und die haben zugestimmt. Tony? Tony, sind Sie da? Na, wer bin ich? Gina Davis? Nein, ich bin's. Drehen Sie sich um. Tony? Sie sind am Leben? Aber wieso? Sie sind vom Blitz getroffen worden. Ich wurde durch Blitze erschaffen in einem Labor wie Frankenstein. Und wie stehen Sie zu Feuer? Egal wie. Nach dem Blitzschlag bin ich in Ihren Kofferraum gestiegen und da habe ich die letzte Woche gelebt. Also, wenn ich Ihre Stimme gehört habe, dann waren das bloß Sie im Kofferraum? Ganz genau. Warum haben Sie das auf sich genommen? Peter, ich habe geschworen, dass Sie nicht der Erste sind, an dem ich scheitern werde. Wow. Tony, ich weiß überhaupt nicht, wie ich Ihnen jemals danken kann. Sie müssen mir nicht danken, Peter. Ich habe hunderte Millionen Dollar. Die liegen hinter meiner Stirn. So, ich muss da mal los. Sie fahren einen Kleinwagen? Ich habe zwei. Ich komme, ihr hilflosen Menschen! Ladies und Gentlemen, heute wir erleben den Kampf, der entscheidet, ob Osten oder Westen überlegen ist. Für Russland wird kämpfen Präsident Wladimir Putin. Für Amerika wird kämpfen Kevin James. Die halten mich hier alle für Kevin James. Aber es klingt, als würde Publikum anfeuern, den Amerikaner. Kevin James! Kevin James! Los jetzt! Lois, was machst du denn hier? Ich bin nicht in Wirklichkeit hier. Du bist mehrfach am Kopf getroffen worden und hast ein schweres Hirntrauma erlitten. Sie hat recht. Wir sind zu weit gegangen. Es muss einen anderen Weg geben, unseren Streit zu schlichten. Sagst du? Ja. Say me. Vlad und ich beendeten unseren Tanz und unterhielten uns bis in die Morgenstunden. Am nächsten Tag vergiftete er mich in der Limousine zum Flughafen mit radioaktivem Tee. Ich verlor die Hälfte meines Körpergewichts, alle Haare und bekam Wunden, die niemals heilen werden. Das ist der beste Freund unseres Präsidenten. Danke nochmal fürs Mittagessen. Tut mir leid, dass ich so viel Hakenkreuze auf die Tischdecke gemalt habe. Ich war nervös. Schon okay, nur dumm, dass wir in einem koscheren Restaurant waren. Ich habe mir die Finger mit Schokoladeneis vollgesaut. Hast du ein Taschentuch? Nein, aber ich helfe dir, sie sauber zu machen.
Larry, bist du geil auf mich oder hungrig? Kann's nicht beides sein? Wow, Larry, damit habe ich nicht gerechnet. Das bereden wir später. Ich muss jetzt zurück zur Highschool. Oh. Wo ich arbeite. Oh. Als Hausmeister. Oh. Um die Uni zu bezahlen. Oh. Die ich gerade baue. Oh. Aus Eis am Stielhölzchen. Oh. Was habt ihr euch einfallen lassen, damit ihr wie echte Mistkerle aussieht? Bürgermeister West, bitte. Sehr schön, gut, gut, sehr schön. Ich bin eine heiße Braut in einem Club. Was sagen Sie zu mir? Du bist unattraktiv, aber ich tu dir einen Gefallen und treib's mit dir. Da kannst du froh sein. Du bist zu spät, Pfote. Du blöder Arsch! Du bringst uns den ganzen Anbagger-Scheiß bei und es ist alles Schwachsinn! Ich kam her, weil ich den Nies wiederhaben wollte und du hast mir das Leben versaut. Hier geht's nicht um Frauen, die dir was bedeuten, du Idiot. Hier geht's um schnellen Sex, nicht um Liebe. Und was soll das bringen? Wenn man niemals Liebe findet, bedeutet der Sex nichts. Wie finde ich die Frau meiner Träume? Erst wenn du bereit bist. Und vielleicht nicht mal dann. Frauen sind so ähnlich wie Sketche aus dem Comedy-Fernsehen. Viele sind furchtbar, manche okay und wenige ganz gut. Ich kann sehr überzeugend sein. So habe ich damals verirrte Seeleute mit meinem Sirenengesang in den Tod gelockt. Nee, 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 nee. Daddy, was soll das? Du hast Peter ins Gefängnis geworfen? Du wirst Peter sofort aus dem Knast holen und diesen Leuten ihre Klinik und ihre Schule zurückgeben. Nein. Hi, Lois, schicke Shorts. Tschüss, Lois. Oh mein Gott, es reicht wirklich. Das ist dein Schwiegersohn und mein Ehemann. Ich weiß, wie Familien funktionieren. Na schön, lass den frei. Yay! Lois, wie teuer war dein Flug und welche Karte hast du benutzt? Du bist gleich wie die Kerzen vom Weihnachtsbaum nach dem 6. Januar. Ausgelöscht! Mit mir wirst du das Universum auslöschen. Was redest du da für einen Scheiß? Brian und ich saßen außerhalb des Raumzeitkontinuums fest. Wir kamen nur zurück, weil ich mein altes Rückreisepad überladen habe. Die daraus entstandene Explosion war der Urknall. Wenn du mich tötest, tötest du dich selbst und alles, was je existierte oder existieren wird. Ist es mir wert? Wir sollten was zusammen machen. Ja, das wäre klasse. Okay, jetzt geniere ich mich. Ich stehe oben ohne hier draußen rum und meine Schlafanzughose sitzt so tief, dass sie gerade noch meine Hüfte bedeckt. Wie viel verdienen Sie eigentlich? Jedenfalls genug, um mir ein Hemd zu kaufen. Also ich schmeiß heute Abend so eine kleine Einweihungsparty. Wäre super, wenn Sie kommen. Ja, hört sich toll an. Alles ist besser, als was bei uns freitags abgeht. Hey Lois, was macht ihr denn hier? Die Mädels vom Buchclub sind da. Setz dich zu uns. Oh, okay. Morgen, Brian. Du bist über eine rote Ampel gefahren. Den Führerschein bitte. Ach, ich schwör's, die Ampel war noch grau, als ich drüber gefahren bin. Mhm. Weißt du, dass der abgelaufen ist? Was? Brian, steig aus dem Fahrzeug. Was soll das werden? Das Gesetz ist eindeutig. Ich muss deinen Führerschein einziehen und du musst nach Hause laufen. Kannst du mich nicht mitnehmen? Ist nicht drin, amigo. Ach, dann rufe ich mir eben einen Uber. Sind Sie Brian? Es geht dir gut. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Und ich habe diese goldene Gans. Unsere Probleme sind vorbei. Also unsere Geldprobleme sind vorbei. Unsere sexuellen Probleme sind immer noch sehr aktuell. Losfahren. In eine bestimmte Richtung? Da lang. Du hilfst mir, Geld zu besorgen, damit ich aus der Stadt raus kann. Wirklich? Wo willst du hin? Keine Ahnung. Irgendwohin weit weg. Vielleicht nach China? NASCAR startet da jetzt auch. Ich nehme an, du würdest nicht unbedingt einen für mich machen, oder? Oh, schon möglich. Was würdest du denn für mich tun? Ich weiß nicht, warum du aufhörst. Niemand sagte, du sollst aufhören. Schenk mir ein Lächeln. Deine Lippen sehen trocken aus. Feuchte sie etwas an.
Oh mein Gott, du bist so krank! Na schön, ich mach dir einen Klon, Kumpel. Hotel sucht Zimmermädchen. Super, das wäre doch was für mich. Zimmerservice? Kommen Sie später wieder. Zimmerservice? Nicht jetzt. Zimmerservice? Ich einfach reinkommen? Nein, verschwinden Sie. Ich einfach reinkommen. Oh mein ich Gott! Ich sagte nein. Ich sauber machen? Nein, hauen Sie ab. Ich jetzt putzen? Nein. Ich jetzt zusehen? Nein. Ich jetzt mitmachen? Was? Ich auch mal an Lady rummachen? Was meinst du? Umdrehen. Auf keinen Fall. Gute Nacht, Champ. Nacht, Papa Tom. Nacht, mein Sohn. Gute Nacht, Lois. Gute Nacht. Peter, ich finde das etwas seltsam. Das ist nicht seltsamer als Darth Vader auf Parkstreife. Ach, kommen Sie, Mann, das darf doch nicht sein. Ich stehe hier höchstens seit 5 Minuten. Ich hab den Strafzettel schon ausgestellt. Hey, ich verdiene Ihr Jahresgehalt in einer Woche. Macht Ihnen Ihr Scheißjob Spaß? Sie sind echt ein Loser. Ich hab dir doch gesagt, dass ich aus deinem Sohn einen Champion mache. Dies ist der größte Sieg, den ich jemals davongetragen habe. Bis auf den Kampf mit meinem bösen Zwillingsbruder. Nicht mich, Lois, erschieß ihn. Ich bin der echte Peter. Ich weiß es nicht. Lois, sieh mich an. Du erkennst doch deinen eigenen Mann, oder? Gott sei Dank, du hast die richtige Wahl getroffen, Schatz. Was war das? Ach, nichts. Hey Freunde, bereit für eine Runde Paintball? Aber sicher, mit Farbspritzern kenne ich mich aus. Ich kenne den Maler Jackson Pollock. Wie wissen Sie, dass Sie mit einem Bild fertig sind? Wie weißt du, dass du beim Sex fertig bist? Oh, wenn man seinen Penis im Waschbecken wäscht und ins Bett geht. Entschuldigt die Verspätung, ich hab... en français, Monsieur Griffin. Oh Gott, je hab gerade Game de Thrones geguckt. Dann hab je moi gefragt, warum Cersei so wenig spricht. Dann ist moi klar geworden, dass es nur eine graue Katze in einer Mülltonne war. Na gut, vergessen wir das. Ehrlich, was sollen wir denn jetzt hier anfangen? Vielleicht ist in der Schublade was, womit wir uns beschäftigen können. Haargel, Kondom. Mann, der Typ, der vor uns hier drin war, war super cool. Und es liegt ein Buch hier drin, das dich schon müde macht, wenn du es nur anguckst. Ein Buch namens T, geschrieben von einem Typ namens Bibel. Peter, dabei handelt es sich um die Bibel. Lies sie, Peter, das wird dir gefallen. Das ist Harry Potter für Dumme. Darf ich um mehr Respekt bitten? Ihr beleidigt die oberste Knopf-offen-Halsketten-Community. Okay, das ist die letzte Kiste. Oh, seid ihr froh, dass ihr wieder bei mir seid? Mami war so traurig, als sie euch zur Adoption freigeben musste. Ja, das war sie. Ich muss sofort in die Küche, um mein Lieblingsessen in einem winzigen Apartment zu machen. Lachs aus der Mikrowelle. Den wenigsten ist bekannt, dass man bis zum Jahr 1928 keine Schläuche hatte und ein Feuer mit bloßen Händen bekämpfen musste. Hier eine kleine Demonstration. Oh, freche kleine Flamme, hä? Oh mein Gott, das Feuer hat eine Waffe! Was war das für nochmal? So, ich gehe dann mal zum Fischmarkt. Was? Wieso? Die einschüchterndsten Typen sind Zahnstochertypen, die an der Fischtheke arbeiten und Leuten ein beschissenes Gefühl geben, weil sie nichts über Fisch wissen. Was ist gut hier? Ist alles gut. Was ist das Frischeste? Ist alles frisch. Was ist mit dem Heilbutt? Schmeckt der kräftig? Kräftig? Ich meine, schmeckt der fischig? Ist alles Fisch. Können Sie eine Zubereitungsart empfehlen? Nicht roh essen. Was ist der beste Fisch hier? Was ist Ihr Lieblingsfisch? Ich esse keinen Fisch, ich mag nur Spaghetti. Homer Simpson und Peter Griffin sind ein tolleres Team als die Air Force. Auf Kurs bleiben, ich hab ihn im Visier. Ja, wir haben es geschafft. Was will der denn hier? Wir müssen ihn mitnehmen, weil er nicht selber fliegen kann. Den anderen hätten wir auch nicht ins Cockpit lassen dürfen.
Nein, 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 nein! Die Griechen haben einen Haufen verschiedener Götter. Athena ist die Göttin der Weisheit, Poseidon ist der Gott des Meeres. Und ich bin Kronos, der Gott der Zeit. Oh, cool. Und was machst du? Ich sage euch, wie viel Uhr es ist und mache Geschenkkörbe. Also heißt das, du bist auch der Gott der Geschenkkörbe? Keine Ahnung. Sag du es mir. Rosenholz-Mango-Marmelade? Kronos! Ich weiß, ich weiß. Es ist übrigens 16.30 Uhr. Mrs. Lockhart? Chris, komm doch mal runter. Ich muss mit dir reden. Wieso sind Sie hier? Weil ich es nicht ertragen konnte, noch länger von dir getrennt zu sein. Ich glaube, ich fange an, mich in dich zu verlieben. Ich liebe Sie auch. Aber dummerweise bin ich verheiratet. Wenn wir zusammen sein wollen, dann muss ich dich bitten, meinen Mann umzubringen. Ah! Hey, habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie spät es ist? Geh ins Haus, Fettbacke! Tut mir leid, das ist ein Missverständnis. Mein bescheuerter Gatte hat diesen Kampf ohne mein Wissen ausgegeben. Sie ist aus der Ukraine, Lois. Sie versteht dich nicht. Na schön. Moi muži do govorice, a oboje di... Die sprechen einen anderen Dialekt in ihrer Ecke der Ukraine. Hey, was machst du denn da unten, Lois? Oh, was ist mit dir? Ein bisschen sauer auf mich? In deiner Fantasie habe ich ziemlich lange Wimpern. Bei dem fühlen sich die Knochen so weich an. Und ich glaube, der hier ist blind. Und der Hundekopf-Menschenohrenkamerad hier reagiert auf nichts, was ich sage. Hey! Hey, du! Okay, der hier ist taub. Wir werden ein Vermögen für Schule ausgeben. Wo nehmen wir das Geld her? Sag du es mir. Du wolltest, dass ich als Mom dumm zu Hause sitze. Ich hab nicht mal einen Job. Dann besorg dir lieber einen. Und nicht als Schriftsteller, sondern was Richtiges. Warum bist du so ein Arsch? Ich weiß nicht. Es tut mir leid. Hast du das gesehen? Das werden unsere Penisse später machen, hm? Die Teleportationsmaschine ist toll. Es ist großartig, dass wir schon hier sind. Ja, Bride, zieh's dir rein. Genieß alles, was das Hotel Bellagio zu bieten hat. Klassische Architektur, schöne Kunstwerke und die Luft ist sauber, weil sie den ganzen Zigarettenrauch aufsaugen und ihn in die schlechten Hotels reinpumpen. Riecht ihr das, Kinder? Das war in dem Mund von einem reichen Menschen. Und wenn ihr ein bisschen älter seid, kommt so ein Zeug raus. Du hilfst mir jetzt im Haus, bringst den Müll raus und gibst Zui sein Fläschchen. Ja, hab ich gehört. Die sagen meinen Namen dauernd im Fernsehen. Komm runter, Schlampe. Mach mir Essen, geh Twilight ausleihen. Tja, Brian, das ist mein Bienenvolk. Wie viele Bienen sind da drin, denkst du? Ich weiß nicht, eine Million? Nein, es sind 4000. Und jetzt klingt das nach nichts, weil du Idiot eine Million geraten hast. Also schön, wenn man Honig auf einem Bauernmarkt verkaufen will, dann sollte man das üben. Also du bist der Verkäufer und ich bin der Kunde. Was haben wir denn da? Honig, wie es auf dem Schild steht. Ihre Replik ist nicht ehrenhaft. Darf ich Ihren Vorgesetzten sprechen? Stewie, komm schon. Verzeihung, gibt es ein Problem hier? Ich war im Lager und habe Verstimmung gehört. Wo haben wir ein Lager? Ich wollte nur Erkundigungen über Honig einholen und Ihr Angestellter hat mich lautstark und profan beleidigt. Stewie, das ist lächerlich. Brian, bitte. Ich glaube, dass dieser attraktive, junge Kunde genau weiß, wovon er redet. Lieber Himmel, ich dachte, für den Honig sind die Bienen verantwortlich. Ich werde reingehen. Sind Sie hier aus der Gegend? Nein, ich bin nur wegen der Ausstellung amerikanischer Porträtmalerei in der Stadt. Ach wirklich? Ich warte nur auf eine Ausrede, nochmal hinzugehen. Dann werde ich den Audioguide wohl nicht benötigen. Moment, ich schreibe nur eine SMS an meine Verlobte. Ihre was? Du hattest recht, es ist wundervoll auf dem Bauernmarkt. Da gibt es die Yoga-Hosenmütter, die gemischtrassigen Kinder, die auf einem Pony reiten, einen verwirrten Jerome. Was ist das? Ein Gemüseparkplatz? Vergiss nicht, den Kunden zu sagen, der Honig ist von Hand gezogen. Honig zieht man nicht, das ergibt keinen Sinn. Muss es auch nicht. Sag einfach irgendwas von Hand und die Leute werden ausflippen. Sie müssen wissen, dass hier ist alles von Hand geschwurbelt. Fantastisch, was? Das macht 68 Dollar. Ist das ein Superfood? Totales Superfood, voll genmanipuliert. Das ist aber schlecht. Das ist null genmanipuliert. Der Wahnsinn! Das ist fantastisch. Wir sind erst eine Stunde hier und sind schon fast ausverkauft. Ja, damit hatte ich nicht gerechnet. So wie Dan Cortez nicht mit dem Ende der 90er Jahre gerechnet hat. 3, 2, 1, ein gutes neues Jahr! Dan Cortez war das einzige auf der Welt, das durch den Millennium Bug Schaden genommen hat. Rovers, ihr seid da! Hier, zischt ein Bier. Danke.
Hey, Gronkh, ich habe Sie immer mal was fragen wollen. Wenn Sie einen Spielzug vorhaben, geben Sie Brady ein Handsignal oder läuft das über Augenkontakt? Keine Ahnung. Ich tanz mal was. Ich frage nur, weil manchmal ein kleiner Gegenspieler vor Ihnen steht. Und dann gucken Sie und Brady sich an und dann soll ich Sie jetzt irgendwie anfassen oder was soll ich jetzt tun? Oh, tut mir leid, Bro. Wie war die Frage? Ich wollte nur wissen, ob Sie und Brady so eine Art geheimes Handzeichen haben. Mann, das ist echt streng geheim. Aber ich kann's dir ins Ohr flüstern. Wie unhöflich. Hey, das ist meine Familie. Das sind meine Brüder. Naja, einer davon ist mein Dad. Weiß aber nicht welcher. Vermutlich der Grauhaarige mit dem Sonnenbrand in der Whiskyfresse. Es ist eine Ehre, Sie kennenzulernen, Sir. Sie müssen sehr stolz sein. Natürlich, jeder Dad träumt davon, die Freundin seines Sohnes gleich nach ihm zu haben. Ist Ihre Mom auch hier? Die haben keine Mom. Meine Ex hat sie aufgezogen. Gott segne sie, aber genetisch sind sie das Produkt meiner Liaison mit einer Rinderhälfte. Nachdem wir so schnell ausverkauft waren, müssen wir diese Bienen produktiver machen, damit sie mehr Honig herstellen. Wie soll das gehen? Steroide, Brian. Das ist der Stoff, der den Kopf des Baseballspielers Barry Bond in einen Kürbis verwandelt hat. Und wie viel sollen wir ihm davon geben? Da steht, das reicht für ein Pferd. Also, ich weiß nicht, wie viele Bienen sind ein Pferd? In die Kiste passt kein Pferd, also würde ich einfach alles nehmen. Klingt sinnvoll. Okay, ich erwarte Ihre Fragen. Ich mit einem falschen Schnurrbart. Amerika will wissen, wie lang Ihr Schwengel ist. Ich habe gehört 25 Zentimeter, stimmt das? Keine weiteren Fragen von Ihnen. Ich mit einem lustigen Hut. Hab auch 25 Zentimeter gehört. Haben wir nicht 25 Zentimeter Fragen? Ich mit einer Uralt-Perücke. Ich habe gehört 4 Handbreit. Mr. President, die Pressekonferenz lief sehr gut. Viele sagen, es war die beste Pressekonferenz der Geschichte von Amerika. Mr. Griffin, Sie sprechen nicht mit Präsident Trump. Das ist ein Butternusskürbis. Oh, wenn dieser lumpige orange Gemüseklumpen hier ist, wo ist dann Präsident Donald Trump? Was hast du für ein Problem? Ich habe nach der Arbeit einen Drink mit den Jungs genommen. Aber das machst du jeden Abend. So, darüber kannst du dich aufregen. Das macht Spaß. Ich spiele gern mit dir, Penelope. Was spielen wir jetzt? Mal sehen, was du hast. Du hast eine Aufklappversion vom Una-Bomber-Manifest? Ja, am Ende klappt der Bruder auf und liefert dich aus. Was ist das für ein Gekritzel? Ach, das sind nur ein paar komplexe mathematische Formeln, an denen ich tüftle. Kein Witz, sowas mache ich auch. Aber wofür sind diese Formeln? Dafür. Oh mein Gott, du hast auch einen Waffenraum? Und wie groß er ist, ist ja Wahnsinn. Ja, manchmal glaube ich, er ist zu groß. Die Putzfrau braucht eine Ewigkeit, um ihn sauber zu machen. War schon vorher kaputt. Ach, wie toll. Guck mal, Smash Mouse tritt nächstes Wochenende hier auf. Im Kork? Nein, in diesem Pornoladen. Tja, ihr habt uns erwischt. Lois und ich besorgen uns ein paar Kleinigkeiten für einen ganz besonderen Jahrestag. Und ich weiß nicht, ob die 5% Rabatt es wert waren, den Laden hier auf Facebook zu bewerten. Igitt, Meg, das kannst du nicht liken. Egal, um zu feiern, dachten wir, es wäre schön, wenn wir die 3 großartigsten Liebesgeschichten aller Zeiten erzählen würden. Wir beginnen mit der Sage von Helena von Troja, dem Gesicht, das 1000 Schiffe in Bewegung setzte. Was eine poetische Formulierung dafür ist, dass sie eine Schleckrosine war. Was eine vulgäre Jugendformulierung dafür ist, dass sie attraktiv war. Wisst ihr, wenn es etwas Besonderes für einen Veteranen gibt, dann der halbherzige Applaus beim Betreten einer Southwest Airlines Maschine. Veteranen. Ja, Veteranen. Ach du Scheiße, Sie sind Eric Dane aus Marley und ich und aus anderem Zeug. Sie müssen uns leider Ihre Plätze vorne im Flugzeug geben, denn das machen Promis für Veteranen. Tja, aufstehen, Kinder. Das gehört zum Hollywood-Geschäft. Dankeschön, danke. Herzlichen Dank, deswegen habe ich gedient. USS Nathan James? Ja, Sir. Schiffe, Militär, Sir. Die Nathan James ist das fiktive Schiff aus der TNT-Serie The Last Ship mit Adam Baldwin und Jocko Sims. Und Eric Dane. Oh oh. Ihr seid gar keine Veteranen, ihr seid Betrüger. Gut, wir sind keine echten Veteranen. Quagmire hat in der Navy gedient. Wir anderen sind Scharlatane. Buh. Ihr seid Abschaum. Ich fliege Southwest, um stilvoll zu reisen. Und ihr habt mir das versaut.
Entschuldigung, meine Herren, Sie sind verhaftet. Was? Wieso? Sie haben sich der militärischen Ehrerschleichung schuldig gemacht. Es ist ein Verbrechen, sich als Veteran auszugeben. Seit wann ist es ein Verbrechen, gegen das Gesetz zu verstoßen? Mr. Quagmire, Sie dürfen gehen, aber die anderen drei müssen mit mir mitkommen. Ich dachte, wir hätten es schlecht als schwule Gepäckfächer. Was macht denn schwul? Wir haben Säcke im Mund. Keiner fasst meine Frisur an, ich lasse sie gerade rauswachsen. Außerdem gehe ich auf Diät und fange an zu trainieren, damit ich fit und schlank bin für ihr wisst schon, für was. Was zum Henker? Gebt uns das Christuskind her mit ihm! Oh oh. Meine Mom ist vielleicht eine Jungfrau, aber ich bin die Mutter eurer Albträume. Schnappt ihn euch! Ich habe was im Palast vergessen. Und das war die Geschichte von Jesus. Das war der Hammer, Dad. Mir ist gerade was klar geworden. Das ist derselbe Jesus wie der Jesus aus der Kirche. Eine wunderschöne Geschichte, Peter. Über Menschen, die zusammenkommen für etwas Größeres als sie selbst. Kann ich Ihnen helfen? Hi, wir sind nicht von hier und unser Auto hat eine Panne. Meine Frau hat die Wehen. Können wir telefonieren? Was? Nein! Wer ist das? Fiese Betrüger, die eine Lügengeschichte erzählen, damit sie bei uns telefonieren können. Was? Wollen Sie auch die Geschenke unter dem Baum klauen? Schmeiß sie raus. Das werden Sie doch nicht tun, oder? Dad, mach die Tür zu. Es ist saukalt. Bitte, Sie müssen uns helfen. Seien Sie froh, dass Weihnachten ist, sonst würde ich jetzt die Bullen rufen. Verpissen Sie sich mit Ihrer Hurenfrau. Peter, das hast du sehr souverän gemeistert. Frohe Weihnachten, Lois. Bitte, wir flehen Sie an. Ich hol den Baseballschläger. Wenn sie aus dem Klo zurückkommt, dann wird keiner von euch über Krebs reden. Ich mein's ernst, ich genieße meine Zeit mit dieser Frau und ich möchte nicht, dass ihr mir das versaut. Okay, versprochen. Ja. Lois, Sie hätten sich nicht so viel Mühe machen sollen. Chris, gibst du mir bitte einen Truthahnschenkel? Ich liebe Geflügel. Ein Truthahn schmeckt besser als ein Krebs. Reden wir nicht mehr übers Essen, okay? AIDS ist wirklich eine beschissene Krankheit. Da muss man böse rumkrebsen. Rumkrebsen? Dieses Wort hast du noch nie gesagt. Wenigstens habe ich nicht Krebs wie deine Freundin. Griffins, wir machen jetzt eine Emmy-Gewinner-Folge. Werdet erstmal eure Kotze und eure Fürze los. Ich meine, nicht witzig. Gib das her! Ich kann genauso gut Dinge für die Familie tun. Kannst du das aufheben? Hör zu, danke, dass du mich vertreten hast, aber jetzt übernehme ich wieder. Sei nicht albern. Ich kümmere mich um alles hier. Geh ruhig feiern. Ich dachte, das wäre eine tolle Idee und die letzten paar Stunden waren saucool. Du warst 3 Tage weg. Aber ich bin bereit, zur Familie zurückzukehren. Okay, du bist der Boss. Die Hologrammmaschine steht im Keller. Gehen wir zusammen runter und schaffen die Sache aus der Welt. Wo ist die Maschine? Ich hab sie doch da schon. Als Peter das Bewusstsein verlor, wurde ihm der Leichtsinn seines Hologrammabenteuers bewusst. Außerdem hätte ich in Zukunft gern etwas mehr Vorwarnung, wenn ich erzählen muss. Auch wenn es nur ein paar Minuten sind, dass ich beenden kann, was ich gerade tue. Sir, Sie müssen etwas kaufen, wenn Sie die Toilette benutzen wollen. Was ist das Billigste, das Sie haben? Vermutlich ein Keks, der neben der Kasse liegt. Na, dann nehme ich doch gern so einen. Danach weiß ich nicht mehr viel. Ich wurde wohl von einem Containerschiff aufgesammelt. Doch zu allem Überfluss wurde das Schiff von somalischen Piraten gekapert. Sieh mich an. Wir machen diesen Film jetzt. Dann hat der somalische Pirat einen Haufen Zeug gemacht und danach nie wieder. Und ich kam irgendwann nach Hause. Was ist passiert? Ich hab dich umgehauen und gefesselt. Wieso? Weil das jetzt meine Familie ist. Da hast du dich verrechnet. Als du hier aufgetaucht bist, habe ich einen Brief an das FBI geschickt, weil ich mir gedacht habe, dass sowas passieren könnte. Wie schlimm ist es? Es ist besser als das letzte. Häng es an den FBI-Kühlschrank, neben seine Zeichnung von Shrek. Was ist? Gar nichts. Das soll nicht Shrek sein, sondern eigentlich der Hulk. Aber das ist witzig.
Nach den vielen Jahren Abwesenheit durfte ich endlich meine Helen wiedersehen. Oh mein Gott, du bist noch am Leben. Ich habe jeden Tag an dich gedacht, Helen. Du bist der Grund, warum ich all die Jahre überlebt habe. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Tut mir leid. Ich bin wieder mit Paul Reiser zusammen. Was? Wir haben Verrückt nach dir neu aufgelegt für Spectrum Originals. Das klingt nach einer Lüge. Ich meine, habt ihr irgendwas davon gesehen? Kennt ihr überhaupt jemanden, der... Ich kenne buchstäblich nicht einen Menschen, der auch nur eine Minute davon gesehen hat. Tut mir sehr leid. Ich war am Ende. Helen war meine erste wahre Liebe, die einzige Frau, die ich je wollte. Und sie hatte ihr Leben ohne mich weitergeführt. Zum Glück erfand man 5 Jahre später tragbare Pornografie für Telefone. Und seitdem habe ich keinen Gedanken mehr an sie verschwendet. Du hast deine Familie nicht verdient. Ich kümmere mich mehr um sie, als du es je getan hast. Das ist nicht wahr. Ach ja? Wer hat denn eine 2-stöckige Grabstätte gekauft, weil Lois lieber oben liegt? Wer hat Chris beigebracht, dass man schwarz flüstert aus Respekt vor schwarz? Ich. Und wenn ich mit dir fertig bin, gehören sie allein mir. Kannst du raufkommen und mir sagen, ob diese graue Hähnchenbrust komisch riecht? Bin gleich da, Schatz. Oh Mann, das ist schlimmer als... Warte, was sollen wir in diesem Einspieler jetzt machen? Weiß nicht, ich habe die Einleitung nicht verstanden. Naja, irgendwas müssen wir jetzt machen. Ich meine, du hast einen langen Hals und ich habe scharfe Eckzähne. Vielleicht irgendwas in der Richtung? Warten wir lieber, was die Erwachsenen, die Zeichentrick-Drehbücher schreiben, sagen. Das war eine rührende Geschichte über erste wahre Liebe, Quagmire. Übrigens habe ich Spectrum Originals gegoogelt und nichts gefunden. Genau 0 Treffer. Auf ask.com ist auch nichts. Aber bei denen findet man ja auch nicht immer alles. Jedenfalls erinnere ich mich an meine erste Liebe. Das ist eine recht interessante Geschichte. Okay, dann bin ich heute wohl als Letzter dran. Es war damals in den frühen 60ern. Ich arbeitete in einem Schickimicki-Camp für reiche Juden. Bist du jüdisch in der Story? Oh nein, ich war Tanzlehrer. Dieses Camp war dafür bekannt, extrem sauberen Tanz zu lehren. Clean Dancing. Sie sind der sauberste Tänzer, den ich kenne. Deshalb kommen wir jedes Jahr hierher. Doch ich wurde die ganze Zeit vom hübschesten Mädchen im Camp beobachtet. Ihr Name war Jennifer Schnors. Und ich sah sie überall. Offensichtlich war sie immer am Rumschnüffeln. Okay. Creme 99 und Creme 100. Okay, damit wäre ich bettfertig. Heute gab's Hackbraten. Du wirst furzen und mir die Decke über den Kopf ziehen. Ich furz nicht im Bett. Peter, warum ist Zahnseide in diesem Mülleimer? Die habe ich gerade benutzt. Der Tod kommt durchs Zahnfleisch, weißt du? Peter, ich muss mal kurz runter. Ich habe eine lahme Ausrede auf dem Herd vergessen. Okay, aber Vorsicht, ich habe den Küchenboden gerade gewischt. Ich liebe dich. Die Tage waren reserviert für das Clean Dancing, aber abends brachte jemand eine sehr große Wassermelone in die Angestelltenhütte und das bedeutete, es war Zeit für Dirty Dancing. Saufen, sexy Musik und weil es August in der Nähe eines Sees war, viele Mücken. Meine Lieblingspartnerin war Dancy McGee. Sie war die beste Tänzerin im Team. Wie ihr an dieser Tanzparty sehen könnt, wo sie weder besser noch schlechter als alle anderen im Team tanzt. Doch da war Jennifer schon wieder und presste ihre Nase wie immer gegen das Glas oder gegen alles andere, von dem sie 1 Meter entfernt stand. Vielleicht übertreibst du mit der Nase ein bisschen. Das stört sie nicht. Sie hat jetzt eine neue. Stewie, wach auf! Wir müssen weg! Chris, komm schon, wir müssen weg! Meg, kannst du den Müll morgen vor 9 rausstellen? Wir sind nicht da. Danke, dass du uns die ganze Geschichte auf dem Weg die Treppe runter erzählt hast. Ja, jetzt müssen wir uns nicht mal anhören, dass ein Hologramm von Peter den echten Peter ersetzt hat. Aber warum mussten wir hören, dass Bonnie dich nicht zum Rosé-Spieleabend eingeladen hat? Ich fand's seltsam, weil der Abend meine Idee war. Ah! Ah!
Willst du irgendwo hin, Familie? Wenn wir zum Käfig eurer Mutter kommen, sagt guten Tag, aber trödelt nicht rum. Ich will noch zum Reptilienhaus. Oh, und wir müssen zu den Pandas. Das ist kein Zoo, das ist ein Gefängnis. Quagmire, was machst du denn hier? Oh, heute ist ehrlicher Besuchstag und ich stehe auf scharfe Nummern im Knast. Oh, giggity, 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 goo. Wer sonst als Quagmire? He's Quagmire. Giggity, 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 giggity. Ich will Sex. Ich hoffe sehr, dass nichts passiert, was dieses edle Dinner ruinieren könnte. Giggity, 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 go, 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 giggity, 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 go. Wer sonst als Quagmire? He's Quagmire, Quagmire. Giggity, giggity, go. Das einzig Gute daran ist, dass ich Zeit hatte, nachzudenken, warum ich hier gelandet bin. Ich glaube, ich habe gestohlen, weil mich der langweilige Alltag so frustriert hat. Ich empfand eine Leere in meinem Leben, als ob es ein verstecktes Loch in mir gäbe. Oh Gott! Und ich habe versucht, dieses Loch auszufüllen mit allen möglichen teuren Objekten und Gegenständen. Oh Gott! Und es war ein wunderbares Gefühl, als dieses Loch ausgefüllt war. Oh Gott! Ich bin selbst schuld. Jetzt muss ich auf die Knie gehen und alles schlucken, was die rechtsstaatlichen Organe mir verabreichen. Das war auch unanständig. Ich habe euch noch nie gesagt, dass ich keinen Bumerang werfen kann, aber es ist wahr. Ich hab's euch gesagt. So genug ferngesehen. Ich hoffe, euch gelüstet nach gekochtem Lammschenkel. Ich passe, Lydia. Ich treffe mich mit den Burschen im Pub. Erneut? Aber Neville, du bist dauernd im Fuchs und Schwein und Hund und Wolf und Katze und Fiedel und Pfeife und Hahn. Nein, da irrst du dich. Ins Fuchs und Schwein und Hund und Wolf und Katze und Fiedel und Pfeife und Hahn gehen nur Ärsche. Wir gehen ins Hund und Katze und Bulle und Pfeife und Fiedel und Hahn und Schwein und Wolf und Kutsche und Flöte und noch ein... Man weiß einfach nie, was für Aggressionen manchen Menschen stecken. Wir tragen alle Wut in uns. Wir müssen nur ein gesundes Ventil dafür finden, Chris. Für mich ist das, wie ihr wisst, das Familienbad. Wie lange müssen wir noch hier sitzen? Bis ich nicht mehr wütend bin, ihr blöden, nackten Schweinesäcke! Na, Chris, was hast du heute vor? Oh, Isabella kommt vorbei und wir gehen mit den Kindern in den Park. Wow, ihr verbringt wirklich viel Zeit miteinander. Hast du wirklich Interesse an einem Mädchen, das so viel Erfahrung hat? Was meinst du? Naja, vielleicht ist der Kilometerstand ihrer Mumu etwas hoch. Da waren eine Menge Geländefahrten dabei. Right? Ich hab's gehört. Du meine Güte, die Queen trifft jeden Augenblick ein. Ist das nicht aufregend? Am amüsantesten bei Besuchen der Queen ist es, Prinz Charles als Wichser zu bezeichnen. Wichser! Wichser! Aber ja doch, ja doch. Wichser! Wichser! Aber ja doch, ja. Wichser! Du bist ein Wichser! Wichser! Durchaus, nur weiter, ich kann es ertragen. Eine große Schar von Menschen ist hier, um die Queen zu sehen. Ein vielversprechender Tag. Also, Kinder, passt gut auf. Jetzt kommen alle Frauen von Quagmire und zwar geordnet nach Ländern. Da ist Brasilien, da ist Italien und da ist Thailand. Wow, wow, die sind jung, wir sollten gehen. Das war's, Collingsworth, ich habe ein Haar. Nun lass uns unauffällig davon spazieren, dann schöpft niemand Verdacht. Oh nein, die Gendarmerie! Er hat ein Stillbuch gekauft. Vielleicht sollte man mit ihm reden. Völlig undenkbar, dass Chris sich um zwei Babys kümmern kann. Das hätte er sich überlegen sollen, bevor er seine Hurenbeine breit macht. Nein, Peter, das ist nicht... Jedenfalls müssen wir das Jugendamt anrufen. Wenn du das tust, wird Chris dich für den Rest seines Lebens hassen. Hast du einen besseren Vorschlag? Lass es ihn versuchen. Glaub mir, nach einem Tag mit den Kindern will er sie sowieso loswerden. Na schön, gut. Erstes Mal? Ja, sie auch? Nein. Nein, nicht zum ersten Mal. Danke fürs Mitnehmen, Gil. Ich nehme jetzt den Express nach unten. Vergib mir, Vater, denn ich habe gesündigt. Meine letzte Beichte ist einen Tag her. Sprich weiter, mein Sohn. Ich habe 200 Wölfe getötet. Nach dem Film bin ich auf den Geschmack gekommen. Hast du sie schnell getötet? Nein, Wölfe müssen gequält werden. Am besten tötet man ihren Anführer, trägt sein Fell, küsst ein paar Wölfe. Oh, das sieht verlockend aus. Peter!
Hoho, ein Kannibale frisst einen Clown. Danach sagt er, schmeckt komisch. Gott, mach mich schlanker und mein Bankkonto fetter und verwechsel's nicht wieder wie letztes Jahr. Oh Mann, also die Gottwitze haben sie ihm wirklich angetan. Sieh mal, Brian, Mac ist eine der bärtigen, sensiblen Robin-Williams-Figuren. Hoho, Eier. Was kam zuerst, das Ei oder der Porno? Hoho, die Porno-Identität. Wer bin ich? Oh ja, der Pizzamann. Bakka-chicka-bau-wau. Hoho. Hoho. Peter, gibst du mir den Kaffee? Klar doch, Brian, der Hund. Ich tue alles für meine Familie. Nein, meine Babys! Verschwinde! Lass sie in Ruhe! Au! Danke für die Einladung, Lois. Aber warum essen wir in einem Stripclub? Ich kenne hier eine Kellnerin. Sie hat gesagt, sie gibt uns 20%. So, Lois, hier hast du 6 Kobras, eine Rolle Seide und ein Boxhorn. Was soll der Schwachsinn? Hilfst du mir mit den 20 Papiertüten voll Datteln, die noch im Auto sind? Warum kaufst du 20 Tüten voll Datteln? Der Affe mit der kleinen Weste, der sie verkauft hat, war ziemlich überzeugend. Weißt du was? Schön, auch das wird vorübergehen. Wie deine Ich-spiele-überall-Racquetball-Phase. Das ist lächerlich, auch wenn ihr nicht an die Echtheit des Briefes glaubt. Es gab eine Augenzeugin, die alles gesehen hat. Nun, ihre Aussage scheint mir fragwürdig. Sie sagte, sie war auf einer Party, und zwar auf einer Sexparty. Wie kann eine Frau auf einer Orgie einen Mord beobachten? Das Schlafzimmer war weit weg vom Fenster. Zunächst mal ist das Wort Orgie veraltet. Wir nennen es Genitalgala. Gut, du bist verkabelt. Vergiss nicht, wir sitzen im Van und werden alles hören. Also wenn was schief läuft, werden wir dich da rausholen. Hab keine Angst, Joe. Ich werde abtauchen wie ein Chamäleon im Schoß von Courtney Love. Oh mein Gott, wo kommst du denn gerade her? Aus einem sehr, sehr schlechten Versteck. Meine Damen und Herren von Quahog, ich fühle mich gerecht. Die Wahrheit hat gesiegt und wir durften heute Zeugen sein, dass das großartigste Rechtssystem der Welt funktioniert. Ja, Miss Takanawa? Jetzt, da Sie freigesprochen wurden, können Sie uns etwas über Ihre Zukunftspläne verraten? Oh, ich weiß nicht. Mann, in eine Gang reinzukommen wird schwieriger, als ich dachte. Nur für dich, Peter. Was ist das für eine Gang? Wir sind die Nicht-Cops. Wir sind alle definitiv keine Cops. Also findet ihr Feuerwehrmänner cool? Feuerwehrmänner kochen Spaghetti. Ich glaube, ihr wisst alle, bei wem ich jetzt bin. Bist du jetzt Kareem Abdul-Jablivland? Ich bin Kareem Abdul-Jablivland. Du weißt, dass Muslime keinen Alkohol trinken dürfen. Ich bin Cleveland Hurricane Carter. Tja, Quagmire, dann bleiben wohl nur noch wir beide. Tut mir sehr leid, ich bin in der MS-13. Wie hast du das geschafft? Ganz einfach. Ich sagte, ich bin Loco. Loco. Si. Muy Loco. Ich kann auch Loco sein. Ich habe ein Tränentattoo auf meiner Backe. Wo? Ich sehe keins. Nicht auf der Backe. Das ist ein nicht abgewischter Wassermelonenkern. Loco? Nein, nur Loco. Hast du ihm von der Untersuchung erzählt? Ja, unsere Kunden können sich einfach nicht mit einem 300 Jahre alten Maskottchen identifizieren. Die wollen einen ganz normalen Typen, wissen Sie? Einen Typen, der Bier auf dem Klo saufen würde. Griffin? Nein. Sie sind es, Peter. Was tun Sie da? Ich spiele ein Handyspiel und kippe ein Bier. Und fabriziere dabei eine Kackwurst. Denkst du gerade, was ich denke? Dass sein Hemdzipfel jetzt braun ist? Ach ja, aber ganz abgesehen davon ist das doch genau der Kunde, den wir ansprechen wollen. Ich glaube, wir haben unser neues Maskottchen. Sind Sie dabei, Peter? Dürfte ich das kurz mit meinem Mentor besprechen? Gern. Ich mach's. Nein, wir haben's geschafft. Wow, Peter, du bist jetzt wirklich statt Pawtucket Pat das neue Maskottchen? Ja, ich bin der neue Pawtucket Pat. Hey, stimmt es eigentlich, dass alle Maskottchen Kinderschänder sind? Nein, nein, das ist nicht wahr, Meg. Das ist nicht wahr. Peter, sie ist Abfall, hör nicht auf sie, du bist der King. Ja, Abfall, ja. Los, mach den Fernseher an, da läuft jetzt gleich mein erster Werbespot. Meine Damen und Herren, der traditionelle Eröffnungswurf des heutigen Spieles gebührt dem Gesicht der Pawtucket Patriot Brauerei, unserem Pawtucket Pat.
Bitte erschießt mich, aber kauft trotzdem das Bier. Und nun ein 5-stündiges Spaceballspiel. Na schön, nach der Landung durchsuchen wir erstmal die Wohnung, in der Meg entführt wurde. Vielleicht finden wir ein paar Hinweise. Gute Idee, hatte ich auch vor. Verzeihen Sie, würden Sie Plätze mit uns tauschen? Dann könnte ich neben meinem Mann sitzen. Nein, wir tauschen nicht. Als wir gebucht haben, gab es keine mehr nebeneinander. Ma'am, Ihre schlechte Planung stellt keinen Notfall für mich dar. Sie werden sich in Paris wiedersehen. Nehmen Sie Platz. Mann, Megs Entführer könnten mittlerweile überall sein. Aber wir haben eine Spur, Brian. Ich habe eine Aufnahme von der Stimme des Entführers. Was? Wirklich? Woher? Ich habe das Gespräch zwischen ihm und dem Fettsack mitgeschnitten. Weißt du, Brian, ich nehme alle ein- und ausgehenden Anrufe in unserem Haus auf. Ach so. Ja, das hier ist einer der besten. Hallo, Fundamental Industries, wie kann ich Ihnen helfen? Ja, ist da die Firma Bumsbrüder? Ja. Oh, okay, ich würde gern mein Abo kündigen. Wie ist Ihr Name? Brian Griffin. Auf welcher Seite sind Sie angemeldet? Pimmel, Pirat. Können Sie das buchstabieren? Pim-L und dann noch Pirat. PIR.AT. Okay, ich sehe nach. Pir.AT. Ein Wortspiel. Tut mir leid, Sir, finde ich nicht. Was war der Inhalt der Seite? Ein Typ mit einem Piratenhut, der auf einem Boot Sex hat. Okay, ich sehe nach. Die Passagiere wollten eigentlich nur eine Hafenrundfahrt machen und dann passiert all das. Okay, hab's kapiert. Hey Peter, willst du nochmal $10 verdienen? Aber sicher doch. Gut, ich habe was Sauwitziges. Ich gebe dir $10 für deinen 4. Lendenwirbel. Also, das heißt wohl, dass Peter jetzt unser neuer Joe ist und Joe ist Peter. Und das heißt, du musst jetzt alles für $10 tun. Okay. Ich habe einen Wunsch. Ja, Joes Kinn! Oh, verdammt. Panikschiss. Ah, schon besser. Oh, ist Holly da? Du bist sicher der neue Arsch, den Mom datet. Und du bist sicher der Junge, von dem sie mir nie erzählt hat. Tja, das Brian ist jetzt am Arsch. Wir sind gleich wieder da. Ich präsentiere Family Guy in NRW. Family Guy in NRW wird präsentiert von dürren Männern in Internetpornos, die sagen... Hallo, wabbelige, untrainierte Familie. Seht euch meinen gestählten Traumbody an. Du warst einmal im Fitnessstudio. Für 15 Minuten. Und ich bin 15 Minuten stärker, Brian. Ich würde ein Telefonbuch zerreißen, aber ich kenne niemanden auf der ganzen Welt, der noch ein Telefonbuch benutzt. Also nehme ich Max' Laptop. Dad, was soll der Scheiß? Seht ihn euch an in seinem Tanktop. Der ist ja noch peinlicher als der Elefantenmensch bei seinem ersten Blind Date. Du trägst nie im Leben Größe 32. Dreckige Nutten seid ihr alle. Oh, hi, Peter. Lois, wir haben ein Problem. Ich glaube, Ryan Reynolds ist in mich verliebt. Was? Mach dich nicht lächerlich. Ist so. Gestern waren wir in diesem Restaurant und er hat versucht, mich zu küssen. Ich schwör's dir, er will mich rumkriegen. Hör auf. Warum sollte sich ein Mann gut kleiden, zurechtmachen und trainieren, um dann mit einem anderen Mann zu schlafen? Er ist nicht schwul. Ist mir egal, was du sagst. Er mag mich. Und die Chemie zwischen uns ist gut. Das leugne ich nicht. Ich werde verantwortungsvoll an die Sache rangehen. Sieh dir den ganzen Hammer an. Welcher Arsch will denn sowas fahren? Mann, diese Kiste ist echt geil und ich kann mir Madagaskar angucken, während ich fahre. Was für eine Musik magst du, Gloria? Hip-Hop. Woohoo! Yeah, baby! Mann, diese Tiere sind so scheißwitzig, dass ich gleich ohne zu gucken die Spur wechseln will! Ja, Rumsfeld! Ich bin drin. Ach du Kacke, da ist ja noch eine Tür. Willkommen im Tresorraum. Erbitte Stimmidentifikation. Ich bin's, Carter. Ich will mein Geld. Stimme identifiziert. Wie zum Teufel hast du das gemacht? Euch hab ich auch drauf. Hallo allerseits. Oh, hi Peter. Ich bin immer noch ich. Oh. Haben Sie sich schon entschieden, Sir? Ja, der gemischte Salat. Abgesehen von dem nehme ich alles. Nee, der Kellner denkt sich, was? Du hast es geschafft, Peter. Das Fernsehen ist wieder normal. Ja, Leute, tut mir leid, dass ich eure Lieblingssendungen versaut habe. Was sagt ihr? Sind wir wieder Kumpels? Darauf kannst du aber wetten. Logisch. Trinken wir darauf, dass das Fernsehen wieder in den Händen von Leuten ist, die wissen, was sie tun. Jacques und Co.
Show, die wären viel lustiger, wenn die zwei nur in Unterhosen rumrennen würden. Chris, wir sind äußerst stolz auf dich, dass du bei den Bezirksmeisterschaften gespielt hast. Danke, Mom. Es war echt unglaublich, Lois. Mit dem nächsten Wurf hat er seinen Trainer am Kopf getroffen, also konnte ihn niemand mehr auswechseln. Chris hat die nächsten 46 Punkte am Stück verloren. Landesrekord. Wow, Chris, ein Landesrekord. Aber wenigstens musste ich die Wetten nicht auszahlen und einen Typen küssen. Ich hab gesehen, wie du den Camaro-Fahrer geküsst hast. Das war was völlig anderes. Baseball. Ja, schon mal ein witziger Laden. Was ist das? Das nennt man Bücherei. Und was soll daran so toll sein? Das. Wir sind gerade gekommen, deshalb können sie uns anpschten. Aber jetzt dürfen wir auch jeden anpschten, der nach uns kommt. Willst du hier sitzen? Shh. Shh. Gut. Das macht Spaß. Ja, jetzt hast du es kapiert. Okay, Leute, wir haben jetzt 6 schuldig. Und 6 nicht schuldig. Darum müssen wir alle hier bleiben, bis unser Urteil einstimmig ist. Dann hat die Frau auf der Orgie eben nichts gesehen. Es gibt genügend andere Beweise gegen West. Ja, ich will nach Haus. Da wartet der Director's Cut von Jäger des verlorenen Schatzes auf mich. Sieh nicht hin, Marion! Okay. Übrigens, ich bin schwanger. Einen kleinen Blick kannst du riskieren. Dein Vater hat einen Schlaganfall und es könnte sehr lange dauern, bis er sich davon erholt. Lois, bring mir noch ein Bier, bitte. Na, Lois, würdest du mir vielleicht verraten, was zum Teufel das werden soll? Ich gebe dir ein Bier. Du gibst es meinem Schlaganfallarm. Das hier ist mein gesunder. Bring es mir hier rüber. So ist besser. Vielleicht hätten wir uns auf ein einheitliches Outfit einigen sollen. Jetzt sehen wir aus wie eine Schwuchteltruppe. Freunde, es ist egal, was man anhat, wenn man fetzigen Rock'n'Roll spielt und das mit seiner Zunge macht.
Habe ich recht, Jean? Du hast es kapiert, Pete. Na sowas. Hallo, Jean. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Alles klar, alles klar. Die kannst du mal schön wieder aufrollen. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Du hast ihn entführt? Ich habe all deine Feinde entführt. Nelson, Jimbo, Rektor Skinner, Tingeltangelbob, Apu. Also, wie bleiben wir in Kontakt? Facebook, Twitter, nächtliche Anrufe, während wir auf dem Bauch liegen und die Füße in der Luft haben? Stewie, wir können keine Freunde sein. Ich finde dich gruselig. Bart, wenn wir keinen Kontakt halten, dann bringe ich mich um. Genau das habe ich gemeint, Alter. Und tschüss. Und tschüss, Alter. Wie geht's dir, Lois? Sie ist zu stark, Joe. Ich habe keine Chance gegen sie. Lois, hör mir zu und hör mir gut zu. Ich habe deine Hand im Kreissaal gehalten. Ich habe gesehen, wie du 3 Kinder ohne Geld aufgezogen hast. Du hast nie aufgegeben und gibst jetzt auch nicht auf. Denn du bist die härteste Frau, die ich kenne. Und wenn's eine Hall of Fame für Herzen gäbe, dann wäre deines das größte und tapferste Peter, darin. Peter, du bist in der falschen Ecke. Lois, hör mir zu und hör mir gut zu. Verdammt! Ich will Lois. Sie ist perfekt. Ich liebe sie schon seit Jahren. Ehrlich, ich kann überhaupt nicht begreifen, warum er so empfindet. Vielleicht spielst du es nochmal ab, oder? Ich dachte, Quagmire ist mein Freund. Es ist nicht so eine Überraschung. Sein Sexualtrieb war immer sehr ausgeprägt. Denk an die Beerdigung seiner Grandma. Ja, schieb das Ding rein. Ach, ich wäre ja froh, wenn es um Sex ginge. Es ist völlig normal, sich zu Hause auf die Frau von einem Kumpel einen runterzuwedeln. Sagt man. Angeblich. Und nicht so oft. Die 3 Schweine, die zusammenleben, schwul. Echt, genauso wie der Wolf. Er jagt die Schweine und kann nicht aufhören zu blasen. Peter, was machst du? Ich mach mich bettfertig. Stimmt was nicht? Du bist nackt und ich stehe hier. Ist doch egal, du bist mein Hund. Ich meine, jeder zieht sich vor seinem Hund aus. Außerdem bist du immer nackt, außer Lois zieht dir dein Regenoutfit an. Wir fahren nach Martha's Vineyard. Muss ich das auf der Fähre tragen? Ja, musst du. Was ist mit Peter? Warum muss er den Scheiß nicht tragen? Peter ist in seiner Box. Das erleichtert es mir. Auf der Fähre wäre ich sonst überfordert. Oh Gott, das ist unerträglich. Das ist noch schlimmer, als Herpes von einem Toilettensitz zu kriegen. Joni, hör zu, ich muss dir etwas sagen. Ich war gerade beim Arzt und ich habe Herpes. Du solltest dich mal untersuchen lassen. Oh mein Gott! Bleibst du bei mir? Was? Wirst du bei mir bleiben, auch dann, wenn ich Herpes habe? Natürlich, das werde ich. Joni? Ja? Ich habe gar keinen Herpes. Ich wollte nur einen Beweis deiner Liebe. Quahog besitzt ein paar extrem drakonische Scheidungsgesetze, die alle nur die Frau begünstigen. Das heißt, wenn du dich scheiden lässt, wird sie dein gesamtes Hab und Gut bekommen. Was? Nein, das ist unmöglich. Ich will nicht mein Geld und mein Haus verlieren und in so eine deprimierende Wohnung für geschiedene Kerle einziehen. Wie Sie sehen, haben wir hier sehr viel Stauraum für Ihren Teller. Der Ofen dient nur zur Dekoration. Das wäre okay. Gibt's in dem Haus noch andere Wohnungen? Das ist unsere einzige. Ich hoffe, du bist glücklich, Marsha! Oben ist vielleicht was frei geworden. Jetzt habe ich's. Joe kann nicht ermitteln, wenn er abgelenkt ist, stimmt's? Und was ist ablenkender als Essensverabredungen per SMS? Das Entzündungsmuster lässt nicht auf einen Brand durch einen elektronischen Defekt schließen. Bin gern dabei. 19 Uhr wäre gut. Oder 19:30. Ah. Egal. A few moments later. Gott, nervt das! Ich weiß nicht. Er wird langsam sauer, guck mal. Sieht so aus. Schreib ihm, dass du vegan essen willst. Mann, er ist so angepisst, dass er anruft. Geh doch ran. Nein, der soll auf die Mailbox sprechen und dann mache ich einen Hosentaschenanruf, während ich spazieren gehe. Peter? Peter, hallo? Du hältst mich von der Arbeit ab! Na du Mac! Hallo. Toll, Mr. Kotzi, wie Sie es schaffen, dass dicke Frauen wieder sexy werden. Wow, danke. Glauben Sie, Sie könnten auch meiner Freundin Mac helfen? Ja, denn ich bin ein ganz schlimmer Finger. Jetzt schließ deine Augen, Mac, und lass Mr. Kotzi den Rest machen. Wow, wie kommt denn Reese Witherspoon auf einmal hierher? Was zum Teufel? Wer seid ihr? Wir sind ihr aus der Zukunft. Oh Mann, das kann nichts Gutes bedeuten. Wer hat's verbockt? 3-mal darfst du raten. Was habe ich getan? Noch nichts, aber hör zu. Was immer du tust, erzähl bloß deinem früheren Ich, diesem Brian, nicht von 9/11. Falls doch, wird Amerika nie mehr so sein, wie es war. Oh Mann, Brian, was soll das? Wir sind seit 2 Minuten hier und schon hast du Amerika zerstört. Okay, ich verspreche, ich werde nichts sagen. Ach so, und wenn du diesem Stewie da keine Rückenmassage gibst, geht alles richtig den Bach runter.
Ich hab diese Unterbrechungen satt. Wir möchten doch auch mal allein sein. Geht in eure Zimmer und lasst euch den Rest der Nacht nicht mehr blicken. Ich will aber nicht in mein Zimmer gehen. Da hockt ein böser Affe in meinem Schrank. Ein böser Affe. Ja. Hey, Stewie, tut mir leid, dass Bart nicht dein Freund sein wollte. Was? Nein, was redest du da? Der war ein Opfer. Wenn du mich fragst, hörte der sich an wie ein Mädchen. Wirklich? Ich dachte, du bewunderst ihn. Ich weiß, wie es ist, einen Freund zu verlieren und abgelehnt zu werden. Klar weißt du es, du bist ein Loser. Aber ich nicht. Ich bin ein einsamer Wolf. Und deswegen gehe ich jetzt auch den Mund anheulen. Ich brauche niemanden. Ich werde nicht mehr an Bart denken. Okay, Mr. Griffin, das war Ihre Grippeimpfung. Hören Sie auf, ihn gegen Grippe zu impfen? Wir haben einen Auftritt! Ach, Quagmire, alles gut, alles gut. Das ist der Arzt, der Michael Jackson umgebracht hat. Peter, was soll das denn? Quagmire hat mir ein Buch namens Kama Sutra geliehen. Es ist indisch und wer hat besseren Sex als Menschen, die kein Klopapier benutzen? Ich weiß nicht, Peter, das klingt nicht sehr sexy. Was redest du da? Bombay ist voll Porno. Slumdog-Millionär? Wohl eher Schlampen nimmt man Doggy her. Peter, die Kerzen machen überall Wachs auf dem Boden. Was soll's? Consuela kommt doch heute. Nein, sie verbringt den Valentinstag mit ihrem Mann. Wer seid ihr? Wo ist Dan? Oh mein Gott! Kacke! Schnellst du den Schläger! Hilfe! Alles gut, Brian, schnell, such ein Klebeband! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Mama! Gut, räumen wir die Bude auf. Die Anklage ruft ihren ersten Zeugen auf. Peter rief mich nach dem Mord an Lois an und sagte mir, dass er sie ermordet hat. Wirklich? Tja, das ist ja sehr interessant. Ja, und dem Hohen Gericht zuliebe habe ich den Hergang des Mordes auf diesem Video nachgestellt. Ich spiele Peter und eine asiatische Nutte spielt meine Tochter. Lois, ich bin fett, ich bin dumm und meine Fürze ruinieren die Gesellschaft meines Schwiegervaters. Deswegen werden wir dorthin nie eingeladen. Du mich jetzt bezahlen? Oh. Und das bringt mich nun zu meinem nächsten Punkt. Deine Frau betrügt dich. Was? Ja, es ist eigentlich eine witzige Geschichte, eine wahre Geschichte. Brian und ich sind in dein Haus spaziert und sie lag da mit so einem Typen und bam, 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 bam. Peter, warte, vielleicht... ich bin noch nicht fertig. Bam, bam, bam. Und sie dann so, oh ja, oh ja, bam, bam, bam. Willst du weitermachen, Bam, Bam? Bam, 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 Bam. Willst du weitermachen, Chefkoch? Bam. Tja, so ist es abgelaufen. Was sagst du dazu? Okay, willst du deine Gastgeberfähigkeiten zur Schau stellen? Überwältige deine Gäste mit Konversation. Hi, Grandma. Ich hab da unten jetzt Haare. Willst du die mal sehen? Ich sollte nachsehen, ob deine Mutter Hilfe in der Küche braucht. Manchmal reiß ich sie aus, weil ich den Schmerz verdient hab. Gut, jetzt injiziere ich Ihnen ein Gen, das wir isoliert haben und von dem wir glauben, dass es das Schwulengen ist. Was soll das heißen? Nun ja, wenn wir recht haben, können wir beweisen, dass Homosexualität genetisch bedingt ist und keine Frage der Entscheidung oder des Umfelds. Sind Sie verrückt? Ich möchte nicht riskieren, schwul zu werden. Wir geben Ihnen $125. Alles klar, ich tu's. Hör zu, Lois. Tut mir leid, dass ich so arschig war. Okay? Ich liebe dich. Ich will dein Kind bekommen. Peter, nicht in einem Boot. Peter. Oh, Peter. Komm, Lois, er steht zu 90%. Entweder rauf oder runter. Wir müssen uns entscheiden. Oh, Peter. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Ich erwarte eine sehr wichtige Lieferung zu Hause. Können Sie mich bitte anrufen, wenn sie kommt? Ich gebe Ihnen meine Handynummer. Okay, ja, kein Problem. Geben Sie Nummer. Okay, 401-555-1125. 4-0. Nein, nein, die 4 habe ich nur wiederholt. Eine 4. 1-4. A few moments later. Okay. Wie viele Einsen? Ich gebe Ihnen nicht die Anzahl der Ziffern, ich gebe Ihnen die Ziffern. 1, 1, 2, 5. Das sind die letzten 4 Ziffern. Okay. 1. 1, 1. 1, 1. 2. 2. 5. 5. Oh, verstehe. 1, 1, 2, 5. Ja, 1, 1, 2, 5. Lesen Sie mir die Nummer nochmal vor. Ich muss holen Stift.
Diese ganze brutale Musik hat Chris verdorben. Was ist denn das? Marilyn Manson? Ist das die Ursache von allem? Ja, das ist alles nur seine oder ihre Schuld. Für wen hält sie oder er sich eigentlich? Man kann voll seine oder ihre Nippel sehen. Das ist obszön, glaube ich. Es ist klar, was wir tun müssen. Allerdings. Wir müssen Marilyn Manson finden und dann müssen wir diesem Arsch oder dieser Schlampe in die Eier treten oder in die Titten kneifen. Warum trinkst du nicht Coca-Cola, du Trottel? Pepsi-Cola wäre auch noch akzeptabel. Es muss doch kein Zwei-Cola-System sein. RC-Cola ist ein Gegengewicht zu den Großen. Du weißt, wofür RC steht, oder? Achtung, Schläge! Liebe Legasthenikerin, es war der Beginn eines langen, intensiven Missbrauchs. Es ist eine Sache, das Penis-rein-raus-Spiel in deinem Schlafzimmer zu spielen, aber es in der Kantine tun zu müssen. Bis heute kann ich keinen Sex mit einer Frau gegen ihren Willen haben, ohne an Vergewaltigung zu denken. Bitte nicht. Wieso gehst du nicht darauf? Ah, die Damentoilette in Wimbledon. Das muss das eleganteste Klo der Welt sein. Oh oh, sieht aus, als wäre es besetzt. Einstand. Stewie, noch 3 Eisteelimonaden. Wir zerstören sie genau zur richtigen Zeit, Brian. Ich habe nicht genug Eistee für das richtige Verhältnis. Zu limonadig, die werden ausrasten. Gut, legen wir los. Machen wir sie fertig. Ich warne dich, das wird nicht einfach. Sie sind unglaublich intelligent und sie werden jede Sekunde klüger. Ich habe sie so programmiert, dass sie kontinuierlich... Das war's, ich habe sie nass gespritzt. Hey, Mort, Lois und ich haben heute unseren Ausgehabend. Kannst du mir ein paar Kondome geben und ein paar Aspirin? Die Kopfschmerzen meiner Frau sind so groß. Ich sagte, die Kopfschmerzen meiner Frau sind so groß. Dabei meinte ich eigentlich meinen Schniedel. Gut, das macht dann $12.43. Das ist eine noch größere Abzocke als die Frühstücksmaschine, die ich gekauft habe. Wozu sollte denn dieser ganze Schwachsinn gut sein? Au, das Teil schießt nur auf einen. Es macht überhaupt kein Frühstück. Au! So, ich gehe dann mal zum Fischmarkt. Was? Wieso? Die einschüchterndsten Typen sind Zahnstochertypen, die an der Fischtheke arbeiten und Leuten ein beschissenes Gefühl geben, weil sie nichts über Fisch wissen. Was ist gut hier? Ist alles gut. Was ist das Frischeste? Ist alles frisch. Was ist mit dem Heilbutt? Schmeckt der kräftig? Kräftig? Ich meine, schmeckt der fischig? Ist alles Fisch. Können Sie eine Zubereitungsart empfehlen? Nicht roh essen. Was ist der beste Fisch hier? Was ist Ihr Lieblingsfisch? Ich esse keinen Fisch, ich mag nur Spaghetti. Ja, das ist der Hammer! Sau cool, oder? Oh mein Gott! Ist schon gut, Chris. Das war bestimmt der Einzige. Delfine schwimmen allein. Okay, vielleicht sollten wir umdrehen. Nein. Wir töten jeden Einzelnen. Chris und ich sprachen nie wieder über diesen Tag. Aber immer, wenn jemand sagt, dass Delfine schlau sind, gucken Chris und ich uns an und sind so... Nein? Annette, gut, ich wette, unser Schatz hat Hunger. Was machst du? Film nicht mich, film das Baby. Aber ihr seid beide so süß. Diese Rolle, die steht dir. Als ob du dein Leben lang darauf gewartet hättest, das zu tun. Quatsch, du bringst mich zum Weinen. Oh, der Kleine hat gepupst. Das war ich, die kling so, wenn meine Beine verschränkt sind. Ich sollte die Aufzeichnung beenden. Mom, ich wollte eine Frau angucken, die nur untenrum angezogen war. Und die hat mich gesehen und die hat was zu ihrer Freundin gesagt. Und die haben gelacht. Was für eine Frau? Wo? Tritt beiseite, mein Sohn, und sieh zu, wie es gemacht wird. Diese Frauen sind wirklich gemein. Hey, Fremder, bist du der neue Klavierspieler? Ich trage eine Weste, oder? Was ist das für eine Weibermusik? Das ist Musicbox Dancer von Richard Kleidermann. Und wie sollen wir uns dazu bitte prügeln? Vielleicht prügeln wir heute nicht. Vielleicht schließen wir nur die Augen und lächeln. Wo bin ich hier? Sie sind ein Roboter in Westworld. Sie leben in einer computergenerierten Simulation. Und schon finde ich es langweilig.
kommst genau richtig. Das war wunderschön. Wenn du die Geburt für wunderschön hältst, solltest du die Zeugung sehen. Wie kannst du auf sowas kommen? Ich komme immer aufs Kopfkissen, manchmal auf den Klodeckel. Oder auf Frauen, die einen Briefumschlag ablecken. Gut, gut. Ich bin froh, dass wir so offen über Sex reden können. Und wie kannst du es wagen, die Statue von Pawtucket Pat stürzen zu wollen, Brian? Oh mein Gott, gehörst du zu denen, die sie stehen lassen wollen? Selbstverständlich, da steht sie schon mein ganzes Leben. Und ich werde alles tun, dass sie stehen bleibt. Endlich ist Peter wichtig, dass mal was stehen bleibt. Lois, würdest du dich zusammenreißen? Gestern hat Mac da ohne Hose gesessen. Igitt. Leute, ich hab Nisa aus der Schule mitgebracht. Wollt ihr ihn sehen? Nein! Der geheime X-Men. Aua. Okay, ich hatte viel Zeit, darüber nachzudenken und ich... Hör zu, ich wüsste nicht, warum das irgendetwas zwischen uns ändern sollte. Wir haben beide eine Vergangenheit. Hallo, ich bin eine Comedienne. Ich will auf die Bühne und über meinen Mann reden und wie er den Klositz nicht runtermacht und so weiter. Du wirkst nicht wie eine Frau, eher wie ein Junge oder ein Baby. Was weiß ich, aber nicht wie eine Frau. Wie können Sie es wagen, Sir? Muss ich Ihnen etwa meine Genitalien zeigen, um einen Auftritt in diesem Etablissement zu bekommen? Denn ich werd's tun! Verschwinde, raus, du Spinner! Kann ich noch ein bisschen hierbleiben und mit auf die Bühne kommen, wenn ihr einen Emmy gewinnt? Ich hab was vorbereitet, aber hab's vergessen. Danke an die Academy und an alle Zuschauer, die uns... Und du sollst nicht einfach nur ein Gast sein. Ich hab mich gefragt, ob du nicht vielleicht Lust hast, der Pate zu sein. Der Pate? Ja, du bist mein bester Freund und du sollst als Pate eine zweite Funktion erfüllen. Der Pate 2? Wow, du hast richtig Bock darauf, was? Du hast zwei sehr schlagkräftige Argumente vorgetragen. Vielleicht sollten wir das in meinem schlecht beleuchteten Hinterzimmer besprechen. Also, wegen deines Angebots. Worüber redet ihr und seit wann haben wir ein Hinterzimmer? Tut mir leid, Lois. Ein Pate muss seiner Frau die Tür vor der Nase zuschlagen, während sie sich fragt, was hinter der Tür los ist. Aber ich wollte nur... Ist eine Schwingtür, habe ich vergessen.